In Spektren, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren bzw. zu Outings Reloaded Teil 2. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Ja, hi und willkommen zurück zu Teil 2 der Jubiläumsfolge auch von mir. Ich bin Delphine, Pronomen MMs. Ich bin 26, komme aus NRW in Deutschland und meine Labels sind Oriented Arrow Ace, Agender Flux, Voidarian Flux. Genau, und bei uns ist wie im ersten Teil auch noch das Tenor und gemeinsam sprechen wir jetzt direkt dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar geht es diesmal ums äußere Coming Out. Aber jetzt möchte ich euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Los geht's! So, wir haben aber noch weitere Fragen gestellt. Kommen wir mal zu der nächsten. Und zwar, möchtet ihr uns von eurem inneren und oder äußeren Coming Out und den damit verbundenen Erfahrungen erzählen? Ich würde sagen, weil wir da jetzt eh schon über unsere Erfahrung geredet haben, würde ich gleich mal eine Antwort vorlesen, die ist ein bisschen länger und zwar: Erstes inneres Coming Out verlief eher schleichend von ich bin 100% hetero über naja, kein Mensch kann das jetzt so zu 100% sagen zu oh, okay, ich bin bi, plötzlich ergibt alles Sinn. Erstes äußeres Coming Out gegenüber meiner Mutter, sehr nervös, aber gut gelaufen. Zweites inneres Coming Out verlief etwas holprig, wegen fehlender Informationen. Ich hatte erst erfahren, dass es Asexualität gibt und überlegt, ob das passt, merkte aber, dass das nicht passte, aber Bi mich nicht komplett beschreibt. Irgendwann bin ich dann über aromantisch gestolpert und habe überlegt, ob das vielleicht passen könnte. Habe dann die typischen bin aromantisch Online-Tests gemacht, bei denen einige Fragen mich wirklich zum Nachdenken brachten. Habe dann aromantisch und auch einige Mikrolabel im Internet nachgeschaut und nach gemerkt, dass aromantisch mich beschreibt. Nachdem ich an dem Punkt angelangt war, kam erst etwas Panik, weil mein Gedanke war, ich werde nie eine Partnerperson haben, was vor allem ein gesellschaftlich begründeter Druck war. Nachdem ich aber merkte, dass ich auch keine will, fühlte ich mich sehr erleichtert, dass ich nicht kaputt bin. Zweites äußeres Coming Out verlief ähnlich positiv, mit dem einzigen Unterschied, dass ich aromantisch im Gegensatz zu bisexuell erklären musste. Alle weiteren äußeren Coming-outs danach verliefen positiv bis neutral, einmal etwas gleichgültig, mit meist viel Erklärungsbedarf zu Aromantik, was aber meist wirkliches Interesse ist. Meine Queerness ist kein Geheimnis. Ich bin mehr oder weniger offen queer und erwähne, wenn es in der Situation passend ist, auch meine Label. Finde ich eine sehr coole, ausführliche Antwort und auch sehr relatable, auch wenn es bei mir nicht ganz so war, aber den Umweg über bi-gedanklich, der ist mir bekannt. Ist ja in dem Fall kein Umweg, die Person ist ja bi. Die Person ist bisexuell und aromantisch. Genau, ja, stimmt. Aber dass das so schleichend geht, habe ich auch schon, oder gehen kann für manche Leute. Also, dass du halt dich langsam an diesen Gedanken annäherst. Vielleicht bin ich queer, vielleicht bin ich nicht ganz hetero, vielleicht bin ich, okay, vielleicht sind eh alle Leute so ein bisschen so. Und dann, oh, ich bin bi. Jetzt macht das Sinn. Das kann ich schon auch. Also, das habe ich schon öfters gehört von Leuten und ich glaube, das deckt sich auch mit der Erfahrung von einigen Leuten. Und es freut mich natürlich, dass die äußeren Coming-Outs so gut gelaufen sind im Grunde. Absolut. Und diese bin ich XY, also bin ich homosexuell, bin ich aromantisch, bin ich asexuell, bin ich was auch immer, Tests, die kennen wir, glaube ich, auch. Ja, definitiv. Dann würde ich einfach weitermachen mit der nächsten Antwort, wenn ihr wollt. Das innere Coming-Out war mit einer Art Unsicherheit und zugleich Erleichterung verbunden. Einerseits war ich unsicher, was genau es bedeutet, wenn mein Geschlecht oder auch meine Sexualität außerhalb der Norm liegt, aber gleichzeitig war ich froh, etwas gefunden zu haben, das mein Erleben beschreibt.
Durch Label und inneres Zugeständnis wusste ich, dass ich mit meinem Erleben nicht allein bin. Das äußere Coming Out war mit viel Druck verbunden. Ich hatte Angst, wie FreundInnen und später auch Familie reagieren würden, wusste aber auch, dass ich diesen Schritt gehen muss, um befreit und glücklich leben zu können. Ich hatte das Gefühl, einen wichtigen Teil von mir zurückzuhalten, der unbedingt raus wollte. Da kann ich jetzt sehr mitfühlen. Also vor allem mit dem, es wollte unbedingt raus, um jeden Preis. Also ich habe ja irgendwann mal erwähnt, dass ich ziemlich schnell mich geoutet habe, auch zu einem Zeitpunkt, wo ich selber noch nicht so ganz akzeptiert hatte, dass ich Ace bin. Aber ich war halt so lange auf der Suche, dass ich einfach dachte so, und jetzt weiß ich's und jetzt muss ich's der ganzen Welt gefühlt erzählen und habe dann auch teilweise nicht so auf mein Bauchgefühl gehört bei manchen Leuten. Ja, also ich find's auch nachvollziehbar. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht so schnell geoutet wie du, aber ich habe vorher auch gesagt, ich habe das Gefühl, es drängt für mich oft einfach so in Richtung Outing. Einfach dieses Outing als queer oder mit einem bestimmten Label, je nachdem, einfach dieses Wissen, dass ich das nicht verstecken muss dann bei diesen Personen oder vor diesen Personen. Es ist ja schon so, du sagst vielleicht Sachen nicht, du hältst dich vielleicht in manchen Dingen zurück, die du eigentlich sagen würdest, dann kannst du ja auch nie ganz, also immer die Frage, kann ich das jetzt sagen oder kann ich das jetzt noch nicht sagen oder wo ist hier die Grenze? Und auch ein Stück dieses, ich weiß nicht, dieses Schauspiel, bin ich das oder spiele ich das oder wer bin ich jetzt wirklich oder so? Und das finde ich ist schon für mich aus mir selber heraus auch oft so ein Drive. Ja, bei mir ist das tatsächlich, ich spiele zumindest nicht irgendwie bewusst oder absichtlich irgendwas, sondern ich lasse auch schon mal Bemerkungen fallen oder antworte wahrheitsgemäß, aber führe das dann nicht aus und die Leute können damit dann nicht viel anfangen. Aber bei mir ist auf jeden Fall auch so dieses, wenn ich wirklich frei und glücklich irgendwie leben will, dann weiß ich, dann gehört da bei mir auch zu, bei mehr Leuten in meinem Umfeld, also auch Familie zum Beispiel, geoutet zu sein, weil ich da das Gefühl habe, ich halte in dem Sinne was Wichtiges zurück, damit die anderen Leute mich auch irgendwie zum Beispiel korrekt anreden, weil ich da bei vielen Leuten nicht out bin. Da ist bei mir dann nicht so das, okay, ich gehe jetzt hin und oute mich von selber, weil dazu fehlt mir dann noch so ein kleines Schubserchen, aber so, wenn mich wer fragt, wäre ich sofort out. ich denke, ich will noch zwei Sachen ansprechen in der Antwort. Das eine ist diese einerseits Unsicherheit, aber auch Erleichterung, die verbunden ist mit dem inneren Coming Out. Es haben ja auch viele oder einige Leute eben geschrieben, dass das innere Coming Out für sie eine Erleichterung war. Auch einfach zum Beispiel, aber sicher nicht ausschließlich, weil du endlich ein Wort hast, weil du auch hast, ja, das gibt auch andere Leute, die so ähnlich empfinden wie ich oder ich bin da jetzt nicht komplett aus der Welt vom Spektrum, keine Ahnung was. Und das andere halt aber auch, dass es gleichzeitig so eine Unsicherheit auch aufbringt, weil halt plötzlich Sicherheiten wegfallen oder Dinge, die vorher vielleicht nicht hinterfragt wurden oder auch Wege sich auftun, wie zum Beispiel eine Transition oder also je nachdem, worum es geht oder auch andere Beziehungsformen, wo vorher halt vielleicht relativ klar war, ja, irgendwann werde ich mich dann doch verlieben, jemanden finden, Kinder kriegen, eine Familie gründen, was ja ein Weg ist, der überall zu sehen ist quasi. Also sprich, dadurch, dass es dann halt auch weniger Vorbilder gibt, sei es in Geschichten oder in anderen Medien, hast du halt auch weniger Pfade, von denen du weißt, die sind sicher, die kann ich begehen und ich habe ungefähr so eine Richtschnur, an die ich mich halten kann. Und während das Heteronormative und Cisnormative ja eben, wie du sagst, überall zu sehen ist, quasi bekannt ist und dann hast du in Anführungszeichen einen sicheren Rahmen. Es ist ja genauso wie früher, wo du dann im Endeffekt als Kind den Beruf eines Elternteils automatisch gemacht hast,
und damit schon klar war, okay, du hast dann, du weißt, wie dein Leben in 20 Jahren aussehen wird, weil du die Firma schon kennst zum Beispiel. Ja, oder auch es fallen Meilensteine weg, wenn ich den Begriff Heterotemporalität nochmal droppen darf. Also einfach, dass in einem Leben oder dass eben die Gesellschaft bewertet halt auch nach bestimmten anerkannten Meilensteinen, die in so einem cis-hetero-Leben vielleicht gewöhnlicherweise vorkommen oder erwartet werden, wie, keine Ahnung, erster Crush, erster Kuss, irgendwann heiraten, Kinder kriegen, die Person finden. Okay, die Reihenfolge war jetzt ein bisschen off, aber so. Und die hast du dann vielleicht nicht. Oder deine Beziehung ist vielleicht nicht mit einer richtigen Person, sondern mit mehreren oder mit keiner. Oder es ist eine, was auch immer es ist, es wird halt, also das allein, das ist halt eine gewisse Unsicherheit und führt halt, hat halt auch damit zu tun, ob jetzt eine Beziehung anerkannt wird von der Gesellschaft zum Teil oder eben nicht, oder ob sie rechtlich abgesichert ist oder nicht. Also da spielt ja total viel hinein. Und das Zweite, was ich noch anmerken wollte, was ja auch ein Thema ist, das wir, glaube ich, alle oder die meisten von uns kennen und ich glaube auch die meisten Menschen, die uns zuhören, kennen, diese Nervosität bei einem Outing. Die Unsicherheit, selbst wenn es jetzt FreundInnen oder Familienmitglieder sind oder irgendwelche anderen Menschen. Also für mich ist es so, es wird mit der Zeit besser, auch je nach Person. Aber ich kenne das, also dieses Nervössein und so. Ja klar, ich teile ja was Wichtiges von mir so. Etwas, worüber ich nachgedacht habe und was mir es bedeutet. Und wenn man auch die Erfahrung, oder wenn ich auch die Erfahrung habe, damit auch abgelehnt zu werden, das ist halt, das macht nervös und auch unsicher. Ja gut, im Endeffekt macht man sich ja in dem Moment auch ein bisschen verletzlich. Und man setzt sich quasi, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, auf Gedeih und Verderb der Reaktion des Gegenübers aus. Und das ist halt, egal wie die ausfällt, das ist halt schon ein schwerer Schritt. Also ich meine, manche kennen das schon, wenn sie einfach nur über ein Hobby reden, dass sie unheimlich interessiert und mit dem sie sich identifizieren. Bei anderen sind es halt andere Sachen. Aber ja, du teilst was Persönliches mit, du machst dich verletzlich. Und das ist klar mit Angst verbunden, logisch. Du kannst ja hier dann auch nicht mehr nach irgendwie Erzählungen oder Erfahrungen von anderen, zum Beispiel aus der Familie, gehen, weil so ein äußeres Coming-out ist halt was viele Menschen einfach nicht haben, weil sie cis-hetero sind und ja kein Coming-out brauchen, weil die Default-Annahme bei ihnen zutrifft. Und ja, dadurch ist auch so, wie bei dem Beruf, ja, da kannst du gucken, deine Eltern machen die Berufe, da kannst du dann mal schauen, aber bei, ja, wahrscheinlich den meisten ist es beim Thema Outing eher nicht so. Und du musst da ganz alleine gucken, wie machst du das? Und ja, hast auch keine Erfahrungsberichte meistens. Okay, die Leute aus der Familie haben okay reagiert, die nicht so oder sowas in der Art. Oder ja, wie mache ich es am besten in Anführungszeichen? Eher wie kann ich es zum Beispiel machen? Dafür ist ja Community da, der Austausch mit anderen, ja, Leuten. Da können wir ja fragen, ja, wie ist es bei euch gelaufen, was würdet ihr mir raten, wovon würdet ihr mir abraten und so. Und klar kann das natürlich im Einzelfall auch immer ein falscher Rat sein, weil natürlich das eine individuelle Sache ist, aber man hat zumindest mal so ein bisschen, so eine kleine Hilfestellung parat, wenn man sich mit anderen austauscht. Eine Antwort haben wir noch ausgesucht. Mag die wer von euch vorlesen? Oh, ich kann das gerne übernehmen. So, äußeres Coming Out. Bis auf ein einziges Mal musste ich allen Personen, die nicht selbst queer sind, erklären, was Asexualität ist. Es ist anstrengend und einer der Gründe, warum ich nicht mehr Personen gegenüber geoutet bin. Meine Familie hat meinen Versuch, mich zu outen, mit einem "Du wirst schon noch den Richtigen finden" abgeschmettert und ich habe es seitdem nicht nochmal versucht. Innerlich war das Ganze für mich ein Prozess über unterschiedliche andere Labels. Wenn ich alle Menschen gleich attraktiv finde, dann muss ich wohl Pan sein, oder? Es hat gedauert, bis ich Asexualität als Orientierung gefunden habe und erst nach viel Lesen habe ich mich getraut, das Label für mich zu verwenden. Ich war dann aber glücklich darüber, ein Label für mich gefunden zu haben. Die Person ist queer, ace und asexuell, also benutzt diese Label für sich. So. Da haben wir jetzt den Umweg über M-Spec, B-Pan.
Delfin. Ja, aber bei mir war es dann tatsächlich auch so, also Umweg im Sinne von, ich habe erst gedacht Bi, dann habe ich Bi verworfen, als ich von Aromantik und Asexualität erfahren habe und bin dann aber doch wieder bei Pan-Oriented gelandet. Also es war irgendwie so ein Umweg und auch so wieder ein kleiner Weg zurück. Genau, das war das, was ich vorhin eigentlich meinte, aber schlecht ausgedrückt hatte. Aber ja, das finde ich sehr relatable und habe ich auch schon des Öfteren gehört, dass so erstmal die Überlegung ist Bi und dann, wenn Asexualität und Aromantik die Begriffe da sind, dass es dann ja die gefunden werden können, die gegebenenfalls besser passen oder sich richtiger anfühlen. Voll, ich will hier bei der Antwort auch nochmal auf die, ist ja keine so, also mit der Familie nicht so die netteste Erfahrung, also eigentlich gar nicht. An dieses, ja, du wirst schon noch den richtigen finden, like, how would you know? Und ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und warum überhaupt der Richtige? Und warum eine Person? Und warum ist eine Person richtig? So, ja. Damit ist ja schon ganz, 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 ganz viel falsch, aber okay. Ja, oder auch einfach das mit dem Erklären, was es überhaupt ist. Das kommt ja dann auch noch dazu, als so, eine Hemmschwelle will ich gerade, habe ich die Kraft, das zu erklären? Ich finde das irgendwie sogar richtig traurig, dass die Person dadurch so entmutigt wurde und wahrscheinlich jetzt erstmal bei allen anderen Leuten, die sie kennenlernt, erstmal ja, Hemmungen hat, sie selbst zu sein. Einfach weil es halt andere mehr oder weniger verkackt haben. Ich glaube, da bin ich einfach sehr je nach Kontext sehr schmerzlos und sag einfach, ich bin das und das oder das und das sind meine Label und dann rede ich mit einem anderen Thema weiter, um diese Begründungsnot oder dieses, dass ich begründen soll, direkt abzuwürgen, weil ich da keine Lust drauf habe, aber trotzdem irgendwie zu sagen, was es ist. Aber das ist sehr kontextabhängig, das ist jetzt eher nicht bei Familie und FreundInnen, sondern ja, weiteres Umfeld. Ich würde auch sagen, ich mache das halt von der Kraft abhängig, die ich gerade habe. Aber ich erkläre im Grunde fast lieber, als dass ich so offen lasse, je nachdem halt, ob ich weiß, wie ich die Person auch einschätze. Aber das ist auch Typsache und das handelt irgendwie jeder anders. Und jede Person hat auch unterschiedlich viel Kraft dafür und Ressourcen. Ja, das kommt auch noch dazu. Wir hatten uns dann noch Notizen zu den restlichen Antworten gemacht, die wir jetzt nicht mehr vorlesen, oder? Ja, genau. Wir hatten zum Beispiel immer wieder, dass Leute geschrieben haben, dass auf das Outing bei ihren Eltern irgendwie keine Reaktion kam und dass dann Unklarheit da war, wurde es jetzt nicht verstanden oder wollten sie jetzt nicht in irgendeiner bestimmten Weise reagieren, sondern haben das als, weiß ich nicht, vielleicht besseren Weg in dem Moment gesehen. Und das ist schwer einzuordnen dann auch. Ja, das sicher, aber ich würde trotzdem auch allen, bei denen, also alle, die das vielleicht zufällig hören und die auf der Seite stehen, dass sich bei ihnen jemand outet, empfehlen, wenn die Energie, Kraft, Kapazitäten, Ressourcen da sind, auch irgendwas dazu zu sagen. Also das kann eine Kleinigkeit sein. Das kann sein, ja, danke, dass du mir das erzählst. Danke für deine Offenheit, was auch immer. Das reicht schon. Aber so eine Nicht-Antwort und ich verstehe durchaus, dass das halt auch aus Unsicherheit kommen kann oder aus, ja, was soll ich sagen oder besser, ich sag gar nichts, damit ich nicht irgendwie das kaputt mache. Das schafft halt auch Unsicherheit und Unklarheit und ist auch nicht immer die beste Reaktion. Aber ein Danke oder ein Danke, dass du das erzählst oder Danke für deine Offenheit, damit kann man, glaube ich, wenig falsch machen in so einem Fall. Da fällt mir gerade was ein. Als ich mich meinem Vater gegenüber geoutet habe, kam von ihm erstmal auch gar nichts. Ich habe dann irgendwann nachgefragt, sag mal, hast du verstanden, was ich dir da erzählt habe? Und dann kam von ihm, nö, aber ist ja auch egal, ich hab dich lieb, so wie du bist. Und dann war der Case für uns erledigt und alles war gut. Also er wusste einfach nur nicht, was er drauf sagen sollte, aber war für ihn so ein, okay, es ist eine Information, hab keine Ahnung, was das ist, aber
wurscht. Das Kind ist das Kind, passt schon. Also vielleicht hilft es manchmal einfach nachzufragen. Oder vielleicht auch, wenn die Person der gegenüber sich gerade wer outet, nicht so, es nicht so mit Reden hat, aber für beide Seiten das okay ist, glaube ich, ist auch so eine einfach ne, ein Lächeln oder so und eine Umarmung, wenn das für alle okay ist, glaube ich, auch eine ganz nice Reaktion oder kann eine coole Reaktion sein zumindest. Was wir auch noch hatten, ist, dass es bei Teenagern oft die Sorge gibt, dass ihre Identität wirklich nur eine Phase sein könnte. Dazu würde ich auch sagen, wenn es so ist, dann ist es auch okay. Und das macht eine Selbstidentifikation mit einem Label oder die Verwendung eines Begriffes nicht weniger valider, sondern der Begriff darf auf jeden Fall verwendet werden, der ist ein Werkzeug. Und wenn sich etwas ändert, dann ändert sich das. Wenn sich nichts ändert, dann ändert sich nichts. Alles, beides fein. Und alle Schattierungen dazwischen natürlich auch. Und da geht natürlich auch, wenn Person jetzt merkt, direkt am nächsten Tag, oh, das Label passt nicht. Dann ist es doch okay, trotzdem okay, den Tag davor das Label benutzt zu haben. Oder wenn Person das jetzt eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr verwendet und dann merkt, nee, ist vielleicht doch nicht das Richtige. Das ist alles völlig in Ordnung. Ja. Aber was die Beobachtung, die wir da gemacht haben, ja auch zeigt, ist, dass diese Aussagen von anderen Menschen, ja, das ist nur eine Phase, auch große Auswirkungen haben darauf, dass wir selber oder manche von uns anfangen zu zweifeln, ob das, von dem wir eigentlich denken, das sind wir oder das passt, dass es das doch nicht ist und dann dadurch unsicher sind und uns vielleicht längere Zeit nicht trauen, ein Label zu nutzen oder auch offen zu nutzen. Sehr schade. Nächster Punkt ist, dass es auch Personen gibt oder Personen geschrieben haben auf unsere Umfrage, die sich einfach regelmäßig outen oder oft outen, aus dem Grund, dass sie damit gegen Vorurteile und Stereotypen vorgehen möchten. Yay, Tenner! Yes, sehr gut. Ja, ich glaube, bei mir nicht etwas anders als bei Tenner wahrscheinlich, aber überall, wo ich neu bin. Aber meistens so politische, aktivistische Kontexte oder so. Oder, weiß ich nicht, random bei irgendwelchen Leuten. Ja, hi, ich bin. Name, Pronomen, Label und dann... Geht schon. Ja, genau. Und andererseits ist es aber auch so, dass uns öfters berichtet worden ist, dass beim äußeren Coming-out auch pathologisiert wurde und Asexualität bzw. Aromantik oder andere queere Identitäten mit Krankheiten in Verbindung gebracht wurden. Mhm. Was natürlich auch totaler Mist ist und nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht. Nee. Aber einfach traurig. Ja, ist richtig schade, solche Erfahrungen zu machen. Vor allem so ein Coming-out ist ja nichts, oder für viele und in einigen Situationen nichts, ja, das mache ich einfach mal so nebenbei, sondern eine wichtige Entscheidung und auch Situation und eine wichtige Information, die da weitergegeben wird. Und dann einfach, ja, damit zu kommen, ja, das ist nur, weil du hast die und die Krankheit oder das kann wegtherapiert werden oder sowas. Uff. Ja, uff. Nein, kann nicht wegtherapiert werden. Voll, absolut. Nein, es ist nicht inhärent eine Krankheit. Und wenn eine Person ihre Aspec-Identität als oder auch eine andere Identität meinetwegen als durch eine Krankheit bedingt erlebt, dann ist es auch fein und invalidiert nicht die anderen Menschen, die diese Identität haben. Und die anderen Menschen, wo das mit Krankheit null zu tun hat, invalidieren nicht, dass eine Person, bei der das mit Krankheit zu tun hat oder die das für sich in der Verbindung sieht oder es nicht weiß oder sonst irgendwas, dieses Label verwenden darf. Die Erfahrungen sind vermutlich meistens ähnlich, so oder so. Und davon abgesehen, solange eine Person nicht selbst unter einem pathologischen Zustand leidet, ist es eigentlich nobody's business. Ja, dann gibt's Leute, die sich eher passiv und indirekt outen. Mache ich auch ganz gerne immer wieder. Also nicht nur, aber ich habe da und ich
weiß auch nicht wieso, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich merke da es ist kein sinnvolles Muster. Es ist echt kein sinnvolles Muster. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie genauer erklären kann, wann was dran ist. Aber dann gibt es Leute, die sich auch vor dem wörtlichen Coming-out eher erstmal mit so Zeichen geben, eher wahrscheinlich sich passiv oder indirekt daran tasten. Das finde ich auch eine gute Lösung. Ja, und es gibt auch Menschen, die sich nur gegenüber Leuten oder eher gegenüber Leuten outen, die offen wirken. Das ist natürlich immer so eine Einschätzung von außen und die muss nicht unbedingt stimmen, aber manchmal hat Mensch da ja auch so ein bisschen ein Auge für oder vor allem, wenn wir die Personen kennen, können wir da ja auch so ein bisschen einschätzen. Genau. Und was wir aus den Antworten rausgezogen haben, ist, dass das innere Coming-out häufig mit positiven Gefühlen verbunden war, was auch erstmal super schön ist, auch wenn das Äußere dann bei einigen problematischer war. Aber dass das innere Coming-out positiv ist, das ist auch erstmal schon mal sehr schön, auch nochmal so in der Breite der Antworten zu lesen. Könnte ich aber für mich so bestätigen. Wie ist es bei euch? Ja, im Großen und Ganzen. Ja, definitiv. Also sicher mit seinen Komplikationen, auch das innere Coming-out habe ich ja eh berichtet, aber im Endeffekt dann schon sehr erleichternder. Und auch langfristig besser. Also, aber da kommen wir ja noch drauf. Genau. Und wir hatten aber auch Personen, die über Bi zu dem Label gekommen sind oder Bi und es dann ausgeweitet haben, zum Beispiel auf Asexualität. Wir hatten auch eine Person dabei, die auf der Suche nach Informationen zu BDSM zu ACE gekommen ist und zu Infos darüber. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage, die wir gestellt haben. Und zwar haben wir gefragt, was hat sich nach deinem inneren Coming-out verändert? Tanner, was sagst du zu der Frage? Was hat sich verändert seither? Zum einen, dass ich mich besser ausdrücken kann, also dass ich kommunikativer geworden bin, was meine eigene Person angeht, beziehungsweise was meine Empfindungen angeht. Damit habe ich ja vorher mehr oder weniger hinterm Berg gehalten, weil ich dann immer gemerkt habe, dass die Art und Weise, also das Vokabular, was ich vorher hatte, nicht gepasst hat und dass mir dann auch teilweise, dass ich mich nicht präzise genug ausdrücken konnte, dass mir Leute dann auch nicht geglaubt haben, was ich gesagt habe. Und in dem Moment, wo ich dann ein Wort dafür hatte und sagen konnte, hey, es gibt da eine Community, war das schon einfacher. Und ich habe tatsächlich in mir selber auch gemerkt, dass ich selbstsicherer geworden bin. Also, dass ich mehr für mich einstehen konnte. Also ich bin immer noch nicht gut drin, also immer noch nicht perfekt drin, aber ich achte mehr auf mich, ich achte mehr auf meine Grenzen, ich kommuniziere die auch und merke auch, dass ich, also gestehe mir selber zu, dass ich ein Recht darauf habe, Grenzen, also dass meine Grenzen eingehalten werden. Insofern, da hat sich einiges getan. Das sieht bei mir tatsächlich recht ähnlich aus. Also ich habe jetzt einmal Worte gefunden, auch um mein eigenes Erleben in Worte zu fassen, weil ich das vorher nicht konnte. Und dann habe ich die Label gefunden und gemerkt, okay, das ist bei mir auch so. Und hatte dann Worte, die ich auch für mich einfach mir gegenüber verwenden konnte, um in Worte zu fassen, was da eigentlich ist. Aber vor allem aber auch dieses, okay, zumindest in der Hinsicht bin ich nicht kaputt, sondern einfach wie ich bin und das ist okay so. Also das ist, was bei mir in dem Bereich sich ganz krass geändert hat. Und ja, natürlich auch der Part mit den Grenzen. Ich bin vorher teilweise über meine Grenzen gegangen und seitdem ich weiß, seitdem ich mein inneres Coming Out hatte, mache ich das in der Regel nicht mehr, sondern bin da auch sehr, in dem Sinne selbstbewusst. Ich kenne einfach meine Grenzen und da ist dann Ende. Und dann, ja, irgendwie gibt es diese Label zu kennen, zu haben, das Selbstbewusstsein, diese Grenzen auch aufrechtzuerhalten. Ja, ich denke, ich kann mich euch anschließen. Also einerseits dieses Worte haben und kommunizieren können, Grenzen anders setzen zu können, sich auch besser erklären können oder
auch vor sich selber tatsächlich sich besser verstehen können. Mhm. Andererseits für mich auch dieses, es gibt einfach Narrative, die ich verwenden kann und dieses Wissen, ich kann mir meine eigenen Narrative bauen. Also das, was ich auch immer wieder sage und im Endeffekt auch eben seither bin ich auch aktivistisch aktiv, einfach weil das Dinge sind, die mir wichtig sind, weil ich auch glaube, dass das etwas ist, wovon andere Menschen enorm profitieren können von diesem Wissen. Ich habe einen ganz anderen Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen, ob jetzt partnerinnenschaftlich oder sonstige Beziehungen. Ich bin da viel, auch dieses Wissen und ganz viel Befähigung, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu führen zu können, die ich führen möchte und wie ich sie führen möchte. Ob das jetzt queer-platonische Beziehungen sind, Freundinnenschaften, ob das, was das auch immer ist. Einfach diese Befähigung und die Freiheit dafür auch. Und dieses Wissen, ja, ein Narrativ gibt's, entweder für mich oder auch für Beziehungen oder sonst etwas. Oder wenn es das nicht gibt oder es auch eine Kombination aus dem, was es gibt, noch nicht tut, dann schaffe ich mir das. Und dann kann ich das und darf ich das und mache ich das. Voll. Was mir gerade auch noch eingefallen ist wegen Wissen, also weil du gerade Wissen erwähnt hast, um das, was es gibt und was es nicht gibt. Für mich hat sich dann tatsächlich auch dadurch, dass ich dann das erste Mal erfahren habe, oh, es gibt so etwas wie sexuelle Anziehung und andere empfinden das, auch das Verständnis für allosexuelle Menschen aus meiner Warte sich verändert hat. Also vorher habe ich immer nur gedacht, okay, die setzen da irgendeinem Hype auf, den ich nicht verstehe und laufen dem hinterher, genauso wie sie angefangen haben zu rauchen, zu saufen, auf Partys zu gehen, was ich auch nicht verstanden habe, einfach nur, weil es cool ist und erwachsen, also alles in Anführungszeichen bitte. Und in dem Moment, wo ich dann gelesen habe, ah nee, ich empfinde keine sexuelle Anziehung, die meisten anderen aber schon, dann habe ich verstanden, warum sie ein bestimmtes Verhalten zeigen unter Umständen. Und dann, das hat auch mich so ein bisschen weniger herablassend gemacht teilweise. Ja, also ich hab da oft da gesessen und dachte mir, ey, die haben sie doch alle nicht mehr alle. Also das wäre doch so einfach, wenn man einfach darauf verzichten würde, dann hätte man bestimmte Probleme doch nicht. Warum können die das nicht? Ja, das war dann, ich hätte ein bisschen mehr Wissen gebraucht und dann wäre ich auch nicht so ein arrogantes Arsch gewesen. Wir setzen uns in der Community schon sehr differenziert mit diesen Themen auseinander. Ja, das ist das Gute dran. Das war sehr, sehr hilfreich. Genau. Aber wir haben jetzt noch einige Antworten, auch sehr ausführliche Antworten auf die Frage aus der Community. Wer möchte denn? Ich kann mal anfangen. Bessere Kommunikation in Paarbeziehungen und romantischen Kontexten mit Allosexuellen. Insbesondere hilft mir das Ganze dabei, meine Grenzen besser zu kommunizieren. Ich glaube, die Person stimmt uns zu. Das Gefühl habe ich auch. Mag wer von euch die nächste Antwort vorlesen? Ich kann das gern machen. Puh, die Frage ist eher, was hat sich nicht verändert? Vor allem fühle ich mich viel sicherer mit meiner Sexualität. Ich vertraue mir selbst und meiner Wahrnehmung und versuche mich nicht länger zu etwas zu zwingen, was ich einfach nicht bin. Früher habe ich so sehr versucht, nach den Standards und Normen anderer zu leben, vor allem in romantischen Partnerschaften. So sehr, dass ich sogar über meine eigenen Grenzen gegangen bin und auch sehr schlechte Erfahrungen machen musste. Und das vor allem, weil ich nicht wusste, dass kein Interesse an partnerschaftlicher Sexualität eine Option ist und dass hier etwas ist, was ich nicht spüre und normalerweise dazu beiträgt, dass Menschen Interesse an Sex haben. Seit meinem inneren Coming-out habe ich meine Grenzen viel klarer gesteckt. Ich konnte eine sehr ungesunde Beziehung beenden und für mich genau klären, was davon meine, in Anführungszeichen, Schuld war und was einfach Inkompatibilität. Ich stehe mehr zu mir selbst und höre sensibler auf meine Grenzen. Dieses auf seine eigenen Grenzen hören, die verstehen und auch zu akzeptieren, ist halt echt ein Ding. Und ich glaube, ein bisschen ist es auch gar nicht nur, also ich meine, klar, hier geht es jetzt viel um Ace-Back-Coming-Outs, aber ich glaube, generell ist jedes Coming-Out ein Stück weit ein Prozess, in dem eine Person sich einfach nochmal viel besser kennenlernt. Mhm. Und
Dadurch ist es möglich, einerseits Bedürfnisse klarer zu benennen und andererseits Grenzen klarer zu benennen. Aber wenn es ums Aceback geht, speziell noch einmal, weil es da auch so viel um Partnerinnenschaften und sexuelle Beziehungen geht und Intimität, ist es nochmal so wichtig eigentlich. Ja, und das ist auch dieses, die meisten Leute, ich habe mir das gerade so vorgestellt, es gibt so eine Autobahn und es gibt so ein paar Landstraßen und kleinere Straßen, die davon abzweigen. Und die meisten Leute sind einfach auf dieser Autobahn unterwegs und passen in diese vorgefertigte, in diese Straße rein, dieses gesellschaftliche Konstrukt und auch diese, die meisten Leute sind cis und hetero und dann passt das. Und wenn du dann merkst, okay, du bist das selber nicht, musst du erstmal die Abfahrt finden und nehmen und dann von da aus auf einem Weg, der nicht so öffentlich sichtbar ist, navigieren und schauen, wie es weitergeht. Und gegebenenfalls schauen, weil die Leitplanken da nicht durchgängig da sind, musst du dann schauen, dass du selber irgendwie schaust, okay, wo hört die Straße jetzt auf, fängt die Straße an, um da zu schauen, wie komme ich weiter. Wir fahren alle auf der Bundesstraße. Und manche auf Feldwegen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir fahren eher auf Feldwegen. Ja, oder ja, irgendwelchen Trampelfaden manchmal. Die müssen wir dann erst noch ausbauen. Ein bisschen breiter machen, ein bisschen leichter zugänglich. Ja. Noch eine Antwort, und zwar, ich wusste, was mit mir los war. Aromantik ist immer noch nicht der Perfect Fit. Aber die bislang beste Erklärung, warum ich in diesem Punkt nicht den gesellschaftlichen Normvorstellungen entspreche. Ich halte es durchaus für möglich, dass es in einem Vierteljahrhundert noch treffendere Begriffe gibt. Ja. Auch nice. Das kann natürlich sein, dass irgendwann mal ein treffenderer Begriff auftaucht und ja, dann nimm gerne den. Genau, und solange nimm gerne aromantisches Spektrum, irgendeins von den Mikrolabeln. Grau. Bis irgendwas Besseres passt, gegebenenfalls, ist voll valide und okay. Die Person hat angegeben, auf dem aromantischen Spektrum grauromantisch verwendet sie. Ja, ich glaube, zusammenfassend, auch aus den ganzen Antworten, die wir gelesen haben, kann man sagen, dass oft genannt wird, dass Menschen sich selbst besser verstehen, sie sich befreiter und innerlich ruhiger fühlen, sie endlich ganz fühlen und zum Beispiel nicht mehr auf die richtige oder die eine Person warten, so dass sie selbstbewusster sind und dass Menschen sich nicht mehr alleine fühlen, was ja auch heilsam ist. Und natürlich haben auch Personen geantwortet, dass sich nichts oder nur sehr wenig verändert hat. Also ganz unterschiedlich auch. Es ist eben ein Spektrum. Genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir vom inneren Coming Out zum äußeren Coming Out. Und reden mal kurz darüber, warum outen sich Menschen eigentlich? Also eigentlich könnte man ja annehmen oder es könnte ja jetzt eine Person sagen, ja, jetzt hattest du dein inneres Coming Out, jetzt hattest du diese Befreiungserfahrung oder diese Reflexionserfahrung, dieses dich finden, du hast Begriffe gefunden und alles, voll super, aber warum musst du das jetzt anderen erzählen oder so? Also warum ist das jetzt notwendig, dass du dich auch nach außen hin outest? Und ja, lasst uns mal drüber sprechen. Also für mich war es halt tatsächlich wichtig, dass Leute das über mich wissen, weil es mich eigentlich auch in der Zeit, als ich nicht wusste, dass ich Ace bin, immer gestört hat, dass ich als sexuelle Person, als sexuelles Wesen gelesen wurde. Und dass ich quasi sexualisiert wurde. Und das war für mich eine Möglichkeit, den Leuten zu sagen, stopp, ist nicht mehr. Ja? Abgesehen davon, dass es halt natürlich für mich eine bahnbrechende Neuigkeit war und ich eben der Welt das mitteilen wollte. Aber ja, das war halt auch ein Grund. Also diese Fremdwahrnehmung der anderen zu brechen und zu sagen, ich, so wie ihr mich bis jetzt wahrgenommen habt, das stimmt nicht, ne? Also das ist falsch. Und bitte, ich möchte so wahrgenommen werden, weil ich so bin.
Ja, und später kamen dann halt auch noch so andere Gründe dazu, wie eben mehr Sichtbarkeit schaffen. Ja, es hat eben auch echt, es ändert halt auch etwas an Fremdwahrnehmung und oft hat es auch tatsächlich eine Auswirkung auf das eigene Verhalten von einer Person. Ich hatte das vorher schon erwähnt, wenn man zum Beispiel dann Dinge nicht sagt oder teilt, weil ich selber nicht weiß, ja, ist das jetzt ein Outing oder nicht? Und das betrifft, machen halt schon, oder das ist schon etwas, was viele Menschen auch beschäftigt. Bei mir war es auch sehr ähnlich wie bei dir, Tanner. Ich möchte nicht, dass Leute etwas auf mich projizieren, was für sie selber zutrifft, aber für mich nicht. Und einfach annehmen, dass es mir genauso gehen müsste und ich dieselben Erlebnisse und Wünsche und Bedürfnisse hätte. Und bei mir, ich glaube, von Anfang an immer sehr wichtig gewesen und auch der Grund, ja, wie bei Finn auch, direkt in den Aktivismus einzusteigen, dieses, okay, mir hätte das voll geholfen, deswegen möchte ich jetzt offen damit sein, damit Leute nicht wie ich gefühlt ewig warten müssen und davor so viel Zeit durchmachen, wie es bei mir der Fall war. Es bedeutet halt schon auch, ein Vorbild zu sein für andere Menschen, vielleicht noch nicht out sind oder die gerade ihr inneres Coming Out haben oder was auch immer, auch selbst für Menschen, die selber nicht queer sind, weil sie einfach irgendwie irgendwo sonst wo von der Norm abweichen, keine Ahnung. Ich meine, ja gut, da können wir jetzt diskutieren über die Diskussion, über die Definition von queer, die ja auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Aber generell für alle Menschen, die irgendwo von der Norm abweichen, egal als ob üblicherweise als queer bezeichnet oder nicht so. Und es ermöglicht halt auch eine andere Offenheit. Da hilft natürlich auch nicht nur für mich jetzt zum Beispiel zu sehen, okay, da ist eine andere Aro-Ace-Person, die ist offen out, sondern da hilft auch einfach, ja, eigentlich jede andere Person, die nicht den Normen entspricht, aber damit offen umgeht und das nach außen trägt, um so zu sehen, okay, ich kann auch einfach von den gesellschaftlichen Normen abweichen und das ist gut so und ich darf damit auch offen sein und habe dann Vorbilder, auch wenn sie vielleicht nicht genau das erleben, was ich erlebe, aber irgendwo ist ja bei diesem Abweichen von der Norm doch so ein bisschen auch so gemeinsames Erleben. Letzten Endes setzen wir ja auch damit wieder eine Grenze nach außen. Also wir hatten ja das eben mit dem, die Fremdwahrnehmung stimmt halt nicht mit der Eigenwahrnehmung überein. Wir setzen bestimmten Erwartungshaltungen damit auch Grenzen und sagen hier bis hierhin und nicht weiter. Und das hilft wiederum auch wieder anderen, denen es genauso geht. Ne? Dann wären wir wieder bei der Vorbildfunktion. Oder bei der Sichtbarkeit. Und wir machen anderen damit halt auch Mut. Ja, wir dürfen das. Wir erlauben uns das. Wir erlauben uns, so zu sein. Es ermöglicht anderen Menschen auch mich besser zu verstehen, sage ich mal, wenn ich out bin. Oder auch zu verstehen, warum mich manche Dinge vielleicht nicht so prickelnd finde oder mich stören. Oder auch, warum ich andere Dinge ganz toll finde. Keine Ahnung, wie richtige Pronomen oder einfach keine. Oder was auch immer gerade Ding ist. Und es hilft einfach auch, dass Menschen mich, also klar, manchmal sind Menschen einfach diskriminierend. Aber manchmal sagen Menschen auch Dinge, weil sie nicht drüber nachdenken oder weil sie unwissend sind oder weil sie einfach nicht wissen, ja, mit wem, dass ich nicht so empfinde oder anders empfinde oder etwas anderes erlebe. Und das ist dann halt zumindest bei den Personen, die sich die Mühe machen, mich zu verstehen und dann zuzuhören und ihr Verhalten entsprechend anzupassen und dann checken, hey, ja cool, das war eigentlich nicht so cool. Da fällt dann schon ein Teil unpassender Situationen, Kommentare auch weg. So. Ja, kann einfach in der Gesamtheit das verletzende Verhalten oder Ausdrücken ein bisschen reduzieren oder vielleicht auch stark reduzieren, je nachdem. Und ich fühle mich vielleicht weniger häufig distanziert auch von manchen Menschen zumindest. Mhm. Und verstandener selber auch. Ja. Offener aktivistisch tätig sein wäre dann auch ein Grund, finde ich. Also
Klar, jetzt geht Aktivismus nicht zwangsläufig mit einem Outing einher. Ich kann auch Aktivismus betreiben, ohne in meiner Umgebung out zu sein oder ohne generell ohne out zu sein. Aber es gibt einfach Dinge, mit denen ich rechnen muss, wenn ich aktivistisch tätig bin, je nachdem, was ich mache. Also keine Ahnung, dass jemand das Interview hört, in dem ich da war oder in dem ich gesprochen habe. Oder dass ich sagen kann oder dass ich Menschen, wenn Menschen mich fragen, was ich mache, dass ich ihnen sagen kann, was ich mache, ohne ein langes Gespräch darüber dann zu führen zu müssen oder ohne außenrum reden zu müssen oder wie auch immer eben. Es gibt einfach nochmal andere Möglichkeiten. Ja, wir können einfach offener wir selbst sein und auch in unserem aktivistischen Kontexten dann, also wenn wir sowieso schon out sind, müssen wir uns nicht unbedingt gleichzeitig auch noch die Gedanken machen, okay, das könnte jetzt irgendeine Person, die uns kennt, hören, sondern dann ist klar, okay, die wissen das schon. Das kann dann auch nochmal so einen Druck wegnehmen. Ja, ein Teil Sorgen, den wir dann uns nicht auch noch machen müssen. Der ist dann vorher schon passiert mit dem Outen gegenüber den Personen, aber dann nicht in der aktivistischen Tätigkeit. Ja, und generell ist natürlich mehr Sichtbarkeit ein Argument für Outen und sich weniger erklären zu müssen oder Ausreden zu finden für das eigene Erleben oder die eigene Erlebensweise oder irgendwie alternative Erklärungen zu finden, die irgendwie ein bisschen besser erklären könnten, warum Mensch jetzt nicht genau diese Lebensweise verfolgt oder gerade genau das im Leben sucht oder irgendwas anderes. Ja, ich möchte noch ergänzen, wir hatten ja vorher auch schon, um gegen Vorurteile und Diskriminierung auch vorzugehen oder so, oder gegen Stereotype vorzugehen. Es ist ja auch so, dass wenn ich offen und out bin und Menschen mich kennen als Aro-Person, als Ace-Person, als keine Ahnung was für eine Person, als nicht-binäre Person, was auch immer gerade schlagend ist, dass die Personen dann vielleicht eben auch einen richtigen Menschen da vor sich sitzen haben und nicht nur ein Bild. Das ist natürlich, wenn ich jetzt die einzige, keine Ahnung, Hausnummer Aro-Person bin, die sie kennen und sie, keine Ahnung, sie kennen vielleicht 3 Grey-Ace-Personen, okay, wahrscheinlich eher andersrum, wäre sowieso so viel, keine Ahnung, vielleicht haben sie viel mit der Aro-Community zu tun oder mit der Ace-Community, was weiß ich. Aber dann ist es natürlich auch wieder ein Bild. Aber es ist ja trotzdem so, dass wenn ich mich wirklich mit einer Person als Person auseinandersetze und jetzt nicht nur, keine Ahnung, mit einer Repräsentation, die ich mal irgendwo gesehen habe oder was ich mir halt mal gedacht habe zu dem Begriff oder was ich mal wo gelesen habe in einem Satz, das macht einen Unterschied. Oh, und noch ein Pro-Argument fürs Outen, der bei mir tatsächlich bei einigen Fällen sehr wichtig war, die seitdem ausgebliebenen Verkupplungsversuche zu allen möglichen Dorffesten finde ich sehr angenehm und für mich ein großer Pluspunkt. Sehr gut. Ja, was spricht denn dann dagegen, sich zu outen? Also es ist ja natürlich wie immer auch total legitim, wenn eine Person sagt, sie outet sich nicht. Wir haben jetzt viele Gründe aufgezählt, warum Menschen sich outen, warum wir uns auch geoutet haben oder outen immer wieder. Aber genauso gibt es natürlich eben auch Gründe, sich nicht zu outen. Und am Ende ist das eine Entscheidung, die jede Person für sich selbst immer wieder und wieder treffen muss in unterschiedlichen Situationen und wo es auch keine richtige oder falsche Antwort gibt. Also einer der wichtigsten Gründe, der dagegen sprechen würde, wäre, wenn das Umfeld, in dem man lebt, nicht sicher ist. Also wenn du davon ausgehen musst, dass die Reaktionen unter Umständen gefährlich sein könnten, verletzend sein könnten, dass es dir dann im Leben schwerer gemacht wird, wenn die Leute es wissen. Das ist einer der gravierendsten. Ansonsten, ja, wir wissen halt nicht unbedingt, wenn wir uns outen, ob das weitererzählt wird. Also es gibt jetzt Leute wie mich, denen das relativ egal ist, weil ich ja, also deswegen bin ich ja dann auch auf Social Media ganz out. Aber es gibt halt einfach Situationen, da vertraut man es halt nur einer Person an
weil man dieser Person vertraut. Und wenn die das dann weitererzählt, kann das ja unter Umständen Folgen haben, über die man dann keine Kontrolle hat. Und das könnte halt auch, das ist dann auch für mich ein Grund zu sagen, Ja, es kann halt vorkommen, dass du fremdgeoutet wirst in anderen Kontexten und so. Und das ist dann mitunter nicht immer cool, weil du nicht selber die Kontrolle hast, wann du mit wem wie redest. Du weißt dann auch nicht, was die Person dann den anderen erzählt hat. Genau. Und dann kann es auch sein, dass du ganz unerwartet irgendwie mit negativen Reaktionen konfrontiert wirst, weil du weißt nicht, die Person, mit der du gerade zu tun hast, die hat es schon irgendwo hinten über x Verbindungen erfahren und bringt dir deswegen gerade, beschert dir gerade deswegen eine nicht so schöne Situation, eine negative Situation und macht das für dich zu etwas Negativen, weil du da, genau, weil da die Kontrolle fehlt. Und naja, wenn du selber das erzählst, dann bist du zumindest darauf eingestellt, je nachdem, oder hast vorher schon mal den Gedanken gehabt, okay, es könnte was Negatives kommen. Das heißt, so ein kleines Level von ich bin gewappnet, inwiefern gewappnet und ob Mensch da komplett gewappnet sein kann, ist dann eine andere Frage, aber ist auf jeden Fall was anderes, als wenn völlig aus dem Blauen heraus jetzt eine Person ankommt, die das erfahren hat und meint dann irgendwas Negatives dazu sagen zu müssen. Ja, ob das jetzt ist einfach auch, dass das Outing nicht respektiert wird oder die eigene Identität nicht respektiert wird, dass Menschen übergriffige Kommentare oder Verhalten zeigen oder auch einfach sagen, ja, du willst dich wichtig machen oder irgendwie das Gefühl haben, dass das Outing ein Wichtigmachen ist. Das ist da ja schon, also das, es macht schon Unterschied in der Situation, weil die Sicherheit, also wie weit die Sicherheit eingeschränkt wird, einfach unterschiedlich ist. Wenn, keine Ahnung, mir jetzt irgendwer, ja, wenn mich irgendwer rausschmeißt oder wenn jemand sagt, du findest noch den richtigen, das ist einfach ein qualitativer Unterschied, welche Gefahr das darstellt. Aber es ist alles Scheiße davon. Und alles Gründe, wenn ich das befürchte oder befürchten muss, ist es auch ein guter Grund oder ist ein verständlicher Grund, sage ich mal, für Menschen zu sagen, nein, das will ich nicht und das möchte ich jetzt auch nicht. Und dafür habe ich gerade weder die Kraft noch die Sicherheiten. Es kann ja auch neben zum Beispiel zu Hause rausgeschmissen werden oder so noch andere negative Auswirkungen haben, wo Menschen dann Gewalterfahrungen machen müssen. Sei das jetzt, sie erfahren körperliche Gewalt oder sind psychischer Gewalt ausgesetzt. Das haben, also zumindest außerhalb unserer Community gefühlt, die Leute nicht so auf dem Schirm, dass das bei A-Spec-Menschen auch sein kann. Aber das ist auch was, glaube ich, was viele von uns in der Fragestellung, oute ich mich jetzt, vor wem oute ich mich, wahrscheinlich auch irgendwo im Hinterkopf haben oder drüber nachdenken. Ja, dann kann es natürlich sein, dass das Outing einfach nicht verstanden wird oder einfach, weil es, wir hatten das ja auch vorher schon, dass es sehr viel Erklärungsbedarf auch oft braucht und dann aber das Ergebnis auch trotzdem immer wieder nicht zufriedenstellend ist. Das kann auch ein Grund sein, warum ein Mensch sagt, nee, will ich eigentlich nicht. Habe ich nicht die Energie dafür oder die Kapazitäten oder sonst irgendwas oder einfach keinen Bock drauf? Ja, zum Beispiel mit diesem tollen, ja, das kommt schon noch. Ja. Was vor allem jüngere Leute hören oder wo dann bei Asexualität zum Beispiel nicht verstanden wird, dass asexuelle Menschen trotzdem Sex haben können. Das geht dann meistens irgendwie nicht überein oder möchten, können die Menschen nicht übereinbringen. Ja, oder auch, dass Aro und Ace getrennte Dinge sind und dass es eben ja eigentlich alle Label auch Spektren sind, wo nicht alle immer völlig gleich sind und das komplett gleiche Erleben haben, sondern da gibt es halt Unterschiede und die eine asexuelle Person hat Sex, die andere hat keinen Sex und irgendeine andere Person hat manchmal Sex und eine andere unter bestimmten Umständen. Und ja, das ist völlig valide, aber die Leute
weiß ich nicht, ich glaube, die möchten eher so ein, okay, das heißt genau das, damit kann ich was anfangen. Leider lassen sich Menschen nicht so einfach in Schwarz-Weiß-Schubladen stecken. It doesn't work. Menschen sind nicht dafür da, um in Kategorien zu passen. Wäre auch langweilig, so Schwarz-Weiß-Schubladen. Ist auch viel schöner, wenn die alle bunt sind und wenn wir dann 50 verschiedene Grüntöne haben. Das sieht viel cooler aus, als wenn es nur Schwarz-Weiß oder nur einen Grünton gibt. Yes. Was dann noch so ein Punkt ist, war auch einer, warum ich mir länger oder ein bisschen länger Zeit gelassen habe mit meinen, bevor ich mit den äußeren Coming-Outs angefangen habe. Es gibt kein Zurück mehr. Also, so fühlt sich's zumindest an. Ich würde sagen, es stimmt nicht ganz. Weil, wenn sich dein Label ändert, dann lässt sich das auch kommunizieren. Aber es ist manchmal halt schwierig, weil die Leute schon mal was von einem gehört haben. Also so, ich habe bislang das und das gesagt, jetzt sagst du plötzlich das, dann tun Menschen sich wieder teilweise wieder schwer, da zu adaptieren und Hilfe. Und deswegen ist es halt dann doch schon so auch dieses Gefühl, es gibt kein Zurück. Für mich war es schon auch damit verbunden, dass ich dadurch überhaupt mal einen Schritt in die queere Community gemacht habe. Und wenn das Leute gewusst haben, dass es da dann auch kein, also dass ein Zurück halt schwierig ist. Du kannst Dinge nicht wieder unausgesprochen machen, die du einmal ausgesprochen hast. Das geht nun mal nicht. Und dieses Gespräch eventuell dann zurückgehen zu wollen und zu sagen, hey, ich habe mich da geirrt oder ich habe jetzt ein besseres Label gefunden oder ich bin das vielleicht doch nicht. Das wollen dann auch nicht alle immer führen. Und das ist auch im Grunde legitim, würde ich mal sagen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch andere Menschen, also Leute, die cis-hetero sind, die müssen sich nicht outen. Und dann als Person, die irgendwo auf dem LGBTQIA+-Spektrum ist, sich outen zu müssen, das ist auch einfach, das ist anstrengend, das kann nervig sein und es kann auch einfach als unfair empfunden werden, sich da ja erklären zu müssen irgendwie, um dann akzeptiert und respektiert zu werden und eins selbst sein zu können, während das andere Menschen einfach so per Default schon sind und sein dürfen. Und ja, diese Erkenntnis, okay, ich muss mich jetzt erst erklären, kann auch sehr demotivierend sein. Wobei andererseits halt ohne das Out, also ohne irgendwelche Outings, es nicht zu einer Erweiterung der Norm oder zur Verbreitung von mehr Narrativen kommt. Aber das ist natürlich, es ist nicht niemand, also kein Mensch ist verpflichtet, dazu beizutragen. Ich mache das, weil ich möchte. Aber es heißt nicht, dass es jeder muss. Dann kommen wir jetzt auch schon zu der Frage, was hat sich nach dem oder den äußeren Coming-Outs verändert? Wie sieht das bei dir aus, Delphine? Ich würde sagen, einiges davon habe ich schon so ein bisschen bei den anderen Fragen angerissen. Also auch die äußeren Coming-Outs, ähnlich wie beim Inneren, haben dazu beigetragen, dass ich selbstbewusster bin. Auch, dass ich offener kommunizieren kann und einfach in Gesprächen auch meine Sicht der Dinge einbringe, was ich vorher vielleicht weniger gemacht habe. Weil jetzt ja so ein bisschen klar ist, wo kommt es her? Und dass ja meine Ansicht einfach anders ist. Bei manchen Themen ist dann im Voraus schon so ein bisschen klar bei manchen Dingen. Und ich kann offen aktivistisch unterwegs sein und mich in, weiß ich nicht, Bühnentalk in Karlsruhe. Am CSD. Offen mit meinen Labeln zeigen und das passt. Oder ich kann, weiß ich nicht, im Politischen unterwegs sein und da mit meinen Labeln auftreten. Und ja, das ist dann zumindest keine große Neuigkeit oder kein Problem. Ja, das sind so zwei Dinge. Ich denke, ich schließe mich da gleich direkt an bei dir. Geht mir ähnlich. Ich möchte noch herausstreichen zusätzlich, ich glaube, ich habe einfach auch gelernt, über meine eigenen queeren Identitäten, Bedürfnisse und so weiter auch zu reden. Und auch zu reden über Dinge, die mir halt wichtig sind in der Hinsicht. Und ja, genau, und diese Dinge auch weiterzugeben, offener. Ach ja, und was ich noch vergessen hatte, was ich ja ebenso als schönen Pluspunkt gebracht habe, die verminderte Anzahl der Verkupplungsversuche, das hat sich auch sehr geändert. Das ist schon ein großer Vorteil. Ja. Ja, Menschen
bemühen sich, keine Pronomen für mich zu verwenden, meinen Namen, so Sachen. Natürlich auch, wenn wir jetzt von Gender Identity sprechen. Ich führe zwischenmenschliche Beziehungen anders, unterschiedliche Arten davon, all das. Eh auch ähnlich wie nach dem inneren Coming Out, aber nochmal mehr in Kommunikation und in Relation zu anderen Menschen. Wenn das Sinn macht. Ja, absolut. Ja, wo du das gerade ansprachst, fällt mir auch auf, wieder, bei mir hat sich bei FreundInnen und Familie auch sehr viel darauf geändert, wie sie mit mir reden, aber wie sie auch allgemein kommunizieren. Zum Beispiel mein Vater, der in seiner Betriebsratsarbeit mich dann gefragt hat, wie sie denn die Menschen bei sich im Betrieb dann am besten so anreden können, dass sich möglichst alle gemeint fühlen. Also, dass möglichst alle gemeint sind und nicht nur mitgedacht und das nicht nur so binär ist. Also, ich merke da vor allem in der engeren Familie krasse Auswirkungen und dass da viel mehr einfach Bewusstsein da ist und nachgedacht wird und auch recherchiert wird. Vor allem, wenn ich an meine Schwester denke, das ist sehr cool. So geht es mir in meiner Wahlfamilie, in den Bubbles, in denen ich mich da bewege. Also, ich habe letztens bei einem Interview, also eine dieser Auswirkungen beschrieben, und zwar befinden sich in meiner Wahlfamilie sehr viele Leute, die in der Fantastik unterwegs sind, die ja auch selber schreiben. Und eine Autorin hat tatsächlich dadurch, dass sie mich und noch ein, zwei andere Leute auf dem asexuellen Spektrum kennt, das auch in ihre Romanreihe, halt in ihrer Romanreihe auch berücksichtigt, die sie zusammen mit einem anderen Autoren schreibt. Und zwar hatte der nämlich, also ihr Co-Autor, hatte irgendwie Gott beschrieben als asexuell, und zwar auf mehreren Ebenen und das auch auf nicht ganz so positive Art und Weise. Also natürlich alles aus der Sicht von Satan. Satan ist ja natürlich eh nicht so besonders nett, wenn es um Gott geht, klar. Und da hat sie reingegrätscht und also als sie das Manuskript gesehen hat und gesagt hat, so, das kannst du so nicht machen. Ich habe asexuelle Freunde, die wären da richtig angepisst, wenn wir da nicht noch mindestens eine Gegendarstellung einbauen würden. Und das sind Sachen, für die ich sehr dankbar bin, weil die Leute von sich aus auf die Idee kommen, Moment, das wäre uncool, wenn wir eben solche Stereotype weiter transportieren, ohne dass ich darauf habe ansprechen müssen, weil sie eben wissen, dass ich Ace bin. Ne? Und ansonsten erlebe ich halt auch, dass Leute dadurch mit mir ins Gespräch kommen und dann halt auch Fragen stellen. Ja, wie ist denn das für dich? Ne? Das ist schon sehr hilfreich. Also es verändert sich eben in der Kommunikation im Umfeld auch sehr, sehr viel. Das ist ein bisschen auch das, was ich vorher gesagt habe, oder? Also weil Leute dich kennen oder mich kennen oder eine Person kennen, sie sich einfach auch andere Gedanken machen und sich Dinge mehr bewusst sind und anders damit umgehen. Möchtest du gleich eine Antwort aus der Community vorlesen, Tanner? Ja, wir haben da eine relativ kurze. Ich bin wieder etwas unsicher geworden und nach einem ersten Yay, that's me, war es, was nicht zwingend gut geendet ist, bin ich etwas privater. Meine Eltern fragen immer, ob ich jemanden neutral, weil wir sind hier ja offen und unterstützen dich so oder so, getroffen habe, um danach sarkastisch zu sagen, dass ich ja nicht gerne darüber rede. Das ist eine Person, die benutzt die Label Aro, Ace und Genderfluid. Das klingt jetzt auch nicht so mega. Also von den Eltern her? Nee, das klingt so vom Umfeld her insgesamt nicht so besonders positiv und sicher. Ärgerlich, sehr. Ist das so ein Druck, Leute danach zu fragen und dann aber sarkastisch einzubinden, wenn ich weiß, die Person redet nicht gern darüber und sie dann zu fragen und dann sarkastisch, ach ja, aber du redest da ja nicht so gerne drüber, so nach dem Motto, das ist auch so ein, okay, ich reibe dir das nochmal unter die Nase, dass ich es trotzdem gern wüsste und nicht so gut finde, dass du da nicht drüber reden möchtest und baue einen Druck auf, dass du erstens, dass du das weißt und zweitens, dass du dann doch irgendwann mal etwas sagst. Ja, das ist passiv-aggressive Kackscheiße, anders kannst du es nicht nennen. Ja, aber auch was nicht nur in dem Zusammenhang auftritt. Also was mir da halt auch, oder zumindest für mich wäre es so, wenn ich immer wieder das gefragt werde und die Person schreibt ja auch, sie ist jetzt privater, weil das erste Yay, that's me nicht gut geendet hat oder ist, oder kein gutes Ende genommen hat, dann
ist ja irgendwie, ich meine, ich höre das öfters auch in Eltern-Kind-Beziehungen, dass Eltern sich beschweren, dass die Kinder über bestimmte Dinge nicht reden, dann ständig danach fragen, sich wundern, warum sie nicht drüber reden, noch mehr Druck machen, sich weiter wundern, warum sie nicht drüber reden, während, also das Kind in dem Fall jetzt, egal worum es geht, ob es jetzt um Queerness geht, ob es um Beziehung geht, whatever, was auch immer es ist, dann da sitzt, irgendwann mega frustriert ist und sich denkt, ja, ich weiß schon, warum ich nicht mit euch darüber rede oder mit dir. Das just think. Ja, und dann wundern sich manche Eltern auch noch, wenn die Kinder dann unter Umständen dann auch laut werden oder die Tür knallen. Und ich habe das mal erlebt bei meiner Bonusmama und bei meinem jüngsten Bruder, da war der halt auch schon deutlich älter, also 18, 19. Und sie hat auch ständig gefragt nach einer Freundin und er hat ziemlich deutlich gemacht, dass er das nicht cool findet. Und irgendwann ist er dann halt aus dem Wohnzimmer raus, hat die Türen geknallt und hat sich in sein Zimmer verkrümelt. Und sie erstmal so, was ist denn jetzt los? Ich wundere mich da jetzt gerade nicht. Nö, eigentlich nicht wirklich. Man muss wirklich zu ihrer Verteidigung sagen, sie hat es mittlerweile kapiert. Sie hat gelernt. Okay. Sie hat gelernt. Sehr gut, immerhin. Wobei es da natürlich auch es gibt natürlich auch umgekehrt, dass es Leute gibt, die sich wünschen, dass ihre Eltern öfter fragen würden, um dann irgendwann den Mut zu haben, dann doch etwas zu sagen. Aber es kommt immer sehr drauf an. Und gefühlt, wirklich nur gefühlt, ist es immer unpassend. So die Leute, die nicht drüber reden werden, die werden oft gefragt. Und die drüber reden würden, werden nicht oft gefragt. Aber ich glaube, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Kann ich nicht beurteilen, aber ja, klar, gibt es auch Situationen, wo öfters Fragen gut wäre, aber da ist es halt irgendwann, wo ich mir denke, hör, also in dem Fall deinem Kind, doch zu. Wenn es öfters sagt, es will nicht darüber reden oder sich aus der Situation zurückzieht, ist das eine Aussage. Und dieser Frust ist ja nicht da nach dem ersten oder zweiten Mal, der ist da nach dem 10. oder 15. Mal, so. Aber ich würde sagen, lass uns diesen kleinen Exkurs beenden und zur nächsten Antwort gehen. Gerne. Delphine, lies. Ja. Die Person hat geschrieben, es ist eine große Last von mir gefallen. Ich kann vollumfänglich ich sein. Mit meinem Coming-out als Trans bei der Familie konnte dann auch meine medizinische Transition beginnen. Oh, große Liebe. Das ist toll. Das. Voll. Ja. Sehr schön. Für mich steht es oft auch einfach im Zusammenhang, also die Person nennt jetzt medizinische Transition, aber auch soziale Transition. Mhm. Hängt ja auch oft mit einem Outing zusammen. Generell Transition. Ja, wobei ich das aus meinem Erleben sagen würde, soziale Transition schaffe ich auch irgendwie so, dass die Leute sich nur fragen, okay, was geht da ab, verstehe ich nicht oder das Kind ist irgendwie nicht so wie die anderen. Aber beim Medizinischen ist dann je nachdem, also wenn zum Beispiel eine Mastektomie oder sowas, das fällt schon mal auf, das kann ein Unterschied sein. Oder wenn du Bein da trägst, aber ich glaube, das ist sehr individuell auch. Also wenn ich andere Pronomen verwende, und das ist jetzt meiner Ansicht nach nicht medizinische Transition, werde ich damit zumindest Fragen auslösen, genauso wie mit einem anderen Namen. Ja gut, das stimmt. Wenn das jetzt nicht gerade ein typischer Spitzname ist. Ja. Das schaffe ich wahrscheinlich eher nicht, ohne dass andere zumindest fragen. Das stimmt. Das kommt natürlich darauf an, wo bin ich bei wem, bin ich bei allen out oder bin ich nicht out. Wenn ich nur bei Teilen out bin, dann kann ich bei anderen dann kann ich teilweise sozial die Transition anfangen und da offen sein, aber bei anderen ja eben nicht, dann kann das so ein bisschen funktionieren. Nächste Antwort. Da bin ich teilweise auch angespannter geworden, weil ich Angst vor Queerfeindlichkeit habe, ungeschützter bin. Es ist unangenehm, falsch angesprochen zu werden, wenn die andere Person den richtigen Namen kennt, wenn man seine Masken fallen gelassen hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch angenehm. Ich habe mich selbst mehr daran gewöhnt, habe mich in das neue Normal eingelebt. Ich finde den letzten Teil schön mit dem Angenehmen, aber das mit der Queerfeindlichkeit und der Angst, das kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist halt auch
nicht alles immer tipptopp nach oder bei einem äußeren Coming-out. Also manche Dinge verstehen Menschen vielleicht auch nicht. Manche nennen dann mal den falschen Namen oder manche akzeptieren einen vielleicht gar nicht und verwenden absichtlich den falschen Namen weiterhin. Und Queerfeindlichkeit ist natürlich, du wirst eher das Ziel von Queerfeindlichkeit, wenn du offen out bist. Kann dann schon mal beängstigend sein, irgendwo in einer Bahn unterwegs zu sein und gerade war ein Fußballspiel. Das kann dann zu unangenehmen Situationen schon mal kommen oder bei CSDs, wenn dann vorher die Warnungen kommen, dass Mensch sich darauf einstellen soll, dass Rechte mobilisieren und da sein werden. Da ist dann auch, also zumindest bei mir immer eine Portion Angst und noch mal mehr ein, okay, ich will auf keinen Fall irgendwie alleine unterwegs sein, sondern möchte da mindestens einen anderen Menschen, um dann in der Situation zumindest ruhiger zu sein. Voll. Ja, dann würde ich noch eine vorlesen, wenn es okay ist. Mhm. Ich habe mich frei gefühlt, bis ich geoutet wurde von meiner Mutter. Seitdem werde ich weiterhin misgendert und gedadnamed, wenn sie wütend auf mich ist. Und ich habe erst vor kurzem realisiert, dass das nicht so sein sollte. Keine Ahnung. Ich habe keine Sensibilisierung darauf, wenn es nur uns betrifft. Das finde ich krass. Also das Freifühlen ist natürlich schön, aber das eben durch unfreiwillig geoutet zu werden. Und ich weiß ja nicht, wer das geschrieben hat, aber wenn du das da hörst, also wenn du die Folge hörst, nein, du musst dir das nicht gefallen lassen und das ist nicht normal. Das ist nicht, das sollte so nicht sein. So sollten Eltern ihre Kinder nicht behandeln. Ja. Finde ich tatsächlich gerade auch nochmal schön zu hören, weil ich kenne die Situation sehr gut, wenn die Mutter wütend ist und dann nochmal schön den Deadname, bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, mag ich jetzt nicht einordnen, wie es derzeit ist, weil ich weiß, dass sie sich sehr bemüht, aber keine schöne Situation. Ja, und ich möchte noch hinzufügen, eure Gefühle sind wichtig. Ihr seid es auch wert, dass ihr darauf reagiert und das ist nicht okay, auch wenn es unter Anführungszeichen nur euch betrifft. Es gibt kein nur hier. Es betrifft euch und das ist der Punkt und ja, eure Gefühle sind wichtig und euer Gender ist wichtig und ja, die Situation ist mies. Ja, was wir noch hatten, also in Gesamt aus anderen Antworten, da haben wir uns noch die Notiz aufgeschrieben, dass bei vielen Queerness einfach präsenter wird und das Umfeld offener wird, dass zum Beispiel mehr Sensibilisierung stattfindet und andere sich auch outen. Und gerade das Letzte kenne ich auch, also dass eben Sensibilisierung, offeneres Umfeld, das Umfeld sich generell so ein bisschen ändert auch bei mir oder hat sich auch geändert bei mir. Und dass andere sich auch outen, ist dann immer, finde ich, sehr schön, wenn ich das erlebe. Nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was sich nach äußeren Coming-outs verändert hat, haben wir euch auch noch gefragt, mit welchen Gefühlen ihr denn auf diese äußeren oder das äußere Coming-out zurückblickt. Und bevor wir da in die Antworten gehen, wollen wir auch wissen, was wir selber dazu sagen würden. Finn, wie ist bei dir? Ich würde sagen, je nach Situation das ganze Spektrum an Gefühlen. Manchmal frustriert, manchmal super, manchmal froh, wie es gelaufen ist. Ja, je nachdem, wie es halt auch gelaufen. Aber ich könnte jetzt nicht ein Gefühl festnageln, oft erleichtert, manchmal genervt, ja, alles. Also eine ganze Bandbreite an Gefühlen, die ich habe. Und ich meine, ich bin ganz froh, wenn ich im Nachhinein meistens, wenn ich mich geoutet habe oder oute, aber das heißt nicht, dass es auch nicht andere Gefühle für manche Situationen gab oder so. Ja, bei mir würde ich sagen, es war wahrscheinlich auch eine ziemliche Bandbreite an Gefühlen, aber so was mir im Gedächtnis geblieben ist oder was so, wenn ich an die Outings denke, so direkt aufploppt bei mir, ist so, es ist auf jeden Fall positiv. Es ist auch dieses Gefühl von Befreiung, von ich selbst sein zu können und auch mit dabei dieses, okay, ich habe das jetzt gemacht und andere sehen das. Also nicht sehen mich, sondern sehen, das gibt es. Und das ist bei mir so
das Überwiegende auf jeden Fall, auch wenn es natürlich auch mal negativere Gefühle oder, weiß ich nicht, auf der neutralen Bandbreite einiges gab. Ja, ich würde mich da eigentlich euch beiden sehr anschließen und würde dann noch ergänzen zu dem, was du jetzt ganz am Schluss gesagt hast, Delphine. Ich empfinde das auch als Befreiung, wenn ich merke, dass die Leute mich dadurch sehen. Also mich in meiner ganzen Bandbreite, wie ich bin. Und das habe ich ja, wie gesagt, in meiner Wahlfamilie fast überall, bei fast allen. Insofern, sonst wäre es nicht meine Wahlfamilie. Ja, weil ich auch ich selbst sein kann oder du sein kannst, oder? Genau. Ja. So geht es mir auch, denke ich, oft. Wir haben aber auch noch Antworten aus der Community. Eine Person hat uns geschrieben, mit Bewunderung über den Mut, den ich hatte, um mich zu outen, manchmal aber auch mit Wehmut, weil ich mir wünschte, ich hätte es früher getan. Sehr relatable. Ja, total. Dann von einer Person, mein inneres Coming Out war meist einfach, cool, das gibt es und ich identifiziere mich damit, nice. Mein äußeres war meist ein, ich halte den Scheiß nicht mehr aus, ich oute mich jetzt aus Frust. Finde ich manchmal auch sehr nachvollziehbar. Ja, fühle ich auch. Je nach Situation. Also meist würde ich nicht sagen, aber ja, kommt vor für mich. Ja, also ist bei mir definitiv Grund bei den Outings, die ich als nächstes vorhab, teilweise. Also ich drück dir die Daumen. Ah, ich hoffe, ich ziehe das auch durch. Ich bin da immer so ein, ja, ich sage, ich mach das jetzt und dann ist so... Ja. You can do it. Wird schon. Dann nächste Antwort. Für mich bedeutet ein Coming Out ein Stück Freiheit und Authentizität, einfach ich zu sein. Es erfüllt mich mit Stolz, sagen zu können, ich bin Ace und das ist gut so. Gleichzeitig ist damit aber auch immer noch eine Angst vor Ablehnung verbunden. Wenn ich daran denke, in Zukunft wieder mit dem Dating zu beginnen, habe ich große Sorge, aufgrund meiner sexuellen Orientierung abgelehnt und vorverurteilt zu werden. Ja. Finde ich auch verständlich. Also das mit dem Dating kann ich natürlich aus persönlicher Erfahrung jetzt nicht so nachvollziehen, aber auch, also der Stolz, Freiheit, Authentizität, aber gleichzeitig halt auch die Angst vor Ablehnung. Und ich meine, ich glaube zumindest für mich, ich glaube nicht, dass das irgendwann mal ganz weg ist, aber es ist halt was ich managen und womit ich umgehen kann. Aber ich denke, es ist auch voll legitim, weil eben, wir hatten schon, man teilt etwas von sich und macht sich verletzlich einfach. Ich finde auch diesen Satz, ich bin Ace und das ist gut so, den kennen wir ja, oder einige wahrscheinlich auch in der Variante, ich bin schwul und das ist gut so, hat ja auch mal ein Politiker sehr medienwirksam gesagt. Aber ich mag diesen Satz generell sehr, auch einfach, um ihn mir selbst zu sagen, auch mal laut zu sagen oder bewusst zu denken, um dann auch selber das realisieren zu können, dass es einfach gut so ist. Ja, total. Hm. Insgesamt hatten wir viele Antworten mit positiven Gefühlen, viel Erleichterung, aber eben auch immer wieder, was wir gerade auch gesagt haben, Unsicherheit oder auch diese Angst, nicht verstanden zu werden. Ja, auch sehr verständlich. Voll, ist auch beides und alles andere auch voll legitim. Ja, absolut. Was sagt ihr dazu, wenn ich die nächste Frage vorlese? Da sage ich gerne. Wie wichtig ist es euch, euch bei anderen zu outen? Ja gut, ich habe dazu ja schon ausufernd einiges gesagt. Also ganz kurz, ja, sehr wichtig. Das wäre auch meine kurze Antwort. Ja, sehr wichtig. Einfach Sichtbarkeit und so weiter. Wir hatten das ja schon gesagt. Und ja, offen sein können. Ich finde es auch recht wichtig, ja. Ich meine, das Wichtigere finde ich einfach, ich sein zu können. Aber da gehört halt ein Outing dann auch irgendwann dazu. Und darum drängt es für mich in mir halt auch oft in die Richtung. Aber ich höre schon auf zu lesen, zu reden. Delphine, lies bitte eine Antwort vor. Mach ich. Die erste lautet, das ist für mich so ein bisschen ein Vertrauensbeweis gegenüber mir wichtigen Personen. So wie ein Lackmustest oder ob diese dem gegenüber aufgeschlossen reagieren. Wenn die Thematik aufkommt, ist es auch eine Möglichkeit zu erklären, warum ich in Anführungszeichen anders ticke.
Effektiv ist es halt ein fester Bestandteil meiner Person und meines Lebens. Das war schon immer da und nun habe ich die Worte, um es zu beschreiben. Ich mag das Wort Lackmustest. Ich mag dieses Wort einfach. Ich benutze das auch manchmal. Ich finde das sehr relatable. Und tatsächlich, ich mache das auch so in der Art. So, ich oute mich und dann zu sehen, je nachdem, was ist die Reaktion darauf. Und ja, dann kann das dann schon mal sein, okay, mit der Person beschäftige ich mich jetzt mehr oder dann nehme ich lieber Abstand, weil es mir nicht gut tut, weil es mir gerade nicht gut tut. Ja, je nachdem. Nächste Antwort: Gar nicht. Ich finde, der Mensch als Ganzes zählt und die sexuelle Orientierung ist nur ein kleiner Teil von mir. Jeden macht so viel mehr aus. Stimmt im Grunde natürlich. Ja. Und ist auch voll eben, wenn das für einen selber passt, zu sagen, ja, deswegen halte ich halt diesen kleinen Teil von mir jetzt hinterm Berg oder oute mich nicht oder oute mich halt nur, falls es sich zufällig ergibt. Ist das ja auch voll okay. Für mich ist halt trotzdem so, dass diese kleinen Teile, und das sind halt nicht wenige kleine Teile, die so irgendwie queer sind, jeder für sich, halt dann schon auch Dinge sind, die mir in manchen Situationen dann, oder die ein ziemliches Gewicht haben in manchen Situationen, halt einen Einfluss darauf haben, wie ich mich verhalte, welche zwischenmenschlichen Beziehungen ich führe und wie ich die führe und so weiter. Oder auch Einfluss auf das haben, was ich sage. Und da kann das halt schon ein noch so kleiner Teil von mir sein, für sich jetzt einer davon, ist dann trotzdem wichtig in der Situation. Aber das ist eben auch wieder für jede Person anders. Ja, und ich denke auch, es ist ja, also wir leben ja leider in dieser, oder was heißt leider? Wir leben in dieser Welt mit den Normativen, die gerade da sind. Es ist einfach so der Ist-Zustand, auch wenn wir daran arbeiten und es schön wäre, wenn die Gesellschaft da von einigen ein bisschen abrückt oder die weniger starr sieht. Und da ist dann auch einfach, dass gesellschaftliche Sexualität oder sexuelle Orientierung zu etwas, einem größeren Teil, je nachdem, gemacht werden. Weshalb es dann für mich auch wieder so wichtig ist, mich zu outen. Aber im Prinzip ist es eigentlich, es ist nur ein Teil. Es ist nicht das, was mich so am größten oder als einzigstes ausmacht, sondern es ist ein Part, der mit allen anderen zusammen mich macht und zu etwas Ganzem macht. Ich denke, es kommt da halt auch ganz stark darauf an, in welchem Umfeld ein Mensch sich jetzt bewegt. Also wenn eine Person sich nie sonderlich, als was sie sich kaputt gefühlt hat und daher oder aus anderen Gründen jetzt nicht das Bedürfnis hat, darüber zu reden, jetzt nachträglich für andere oder um das sichtbar zu machen und gleichzeitig in einer Umgebung lebt, wo vielleicht, keine Ahnung, wenn es jetzt um Asexualität geht, sexuelle Orientierung nicht so viel besprochen wird oder die sich da einfach gerne raushält komplett oder von mir aus, wenn es um Geschlechtsidentität geht, wo das sehr offen ist oder es für sie okay ist, einfach nicht darüber zu sprechen. Also war jetzt nicht in dem Beispiel, aber da gibt es ja einfach unterschiedliche Situationen, wo es für Menschen vielleicht einfacher oder schwerer ist, diesen kleinen Teil von sich dann jetzt nicht zu nennen oder schon, oder je nachdem, wo die auf diese Wichtigkeit einfach einen Einfluss haben, würde auch sagen, dadurch, dass ich ja irgendwie aktivistisch aktiv bin und oft mal auch von Dingen, also wenn es darum geht, was ich mache, einfach, dann kann ich mich schon entscheiden, rede ich jetzt darüber, was ich mache, genauer, rede ich da drum herum oder rede ich gar nicht drüber. Und ich treffe halt an dem Punkt schon eine Entscheidung über ein Outing. Insofern, ich bin gar nicht in der Situation, in der ich sagen kann, ja, dieser kleine Teil von mir ist so unwichtig, dass ich darüber nicht rede. Oder auch eine Person, die jetzt in einer Gruppe oder was weiß ich, in einer Freundinnengruppe ist, wo ständig ganz, ganz viel über Sex und Beziehung geredet wird, ist vielleicht nicht in derselben Position zu sagen, dieser kleine Teil meiner Identität beeinflusst mich gar nicht in dem, was ich sage und handle, mich verhalte, wie eine Person, die in einem Freundinnenkreis sich befindet, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Ja, oder einfach ein Kreis von Personen, wo zwar viel über Sexualität zum Beispiel auch gesprochen wird, aber ein Bewusstsein da ist und
ja, dass nicht alle gleich sind und wo du dann irgendwie auch mit den anderen darüber reden kannst und es auch gut findest, darüber zu reden oder so. Ja, sehr viel vom Umfeld, von den Leuten im Umfeld und auch von sich selbst abhängig, genau. Ja. Aber ich finde den Punkt gut, so wir haben uns schon für den Aktivismus entschieden und damit ja schon eine Entscheidung getroffen. Das ist natürlich sehr richtig. Ja, wie gesagt, man kann auch aktivistisch tätig sein, ohne sich zu outen, aber gleichzeitig bin ich halt aktivistisch tätig in einem Ausmaß und auch auf eine Art und Weise, die halt einerseits an manchen Stellen einem Outing gleichkommt, weil Leute mich hören, und andererseits, die halt einfach eine sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und die halt schon relevanter Teil meines Lebens ist. Und dadurch allein macht es halt einen Unterschied, ob ich mit Leuten über relevante Teile meines Lebens rede oder eben nicht. Aber das ist natürlich nicht bei jeder Person so. Und nicht jede Person gewichtet diese Dinge gleich und lässt auch kleine Teile seiner Identität oder andere Teile einfach andere Stellenwerte einnehmen. Und dementsprechend ist das natürlich unterschiedlich. Nachdem wir jetzt über diese kurze Antwort so lange geredet haben, schauen wir vielleicht mal, was uns zu der etwas längeren, die jetzt kommt, noch einfällt. Da sagt eine Person: Kommt auf die Person und den Kontext an. Engere Personen wie die engste Familie und gute Freundis fand ich es wichtig, dass sie es wissen. Es ist ein Teil von mir und möchte, dass sie ihn kennen. Bei eher lockeren Bekannten ist es mir allgemein betrachtet nicht so wichtig. Wenn wir auf das Thema kommen, ist das in Ordnung. Aber ich habe mich nicht explizit und groß geplant mit meinen Labeln geoutet. Das ist nur wichtig, wenn die Situation es erfordert. Zum Beispiel, wenn gefragt wird, ob ich denn eine Partnerperson habe. Da kommt dann schon ein, nee, ich bin aromantisch und ich möchte keine. Ansonsten bin ich durch Pride Pins und Ähnliches für andere theoretisch als queer erkennbar. Und für Personen, die sich auskennen, auch als Bi-Aro. In Klammern, da Armband mit Breitfarben. Okay, das mit den Pins und so kann ich nachvollziehen. Yes. Voll. Immer eine ganze Bandbreite. Und auch sonst, dass es einfach unterschiedlich ist, je nachdem, zu welcher Person, wie die Person zu einer anderen Person steht, ist ja auch verständlich so. Es geht mir jetzt auch nicht groß anders. Es ist mal nicht bei jedem Menschen gleich wichtig. Also ist mir generell eher wichtig, aber halt, ja. Und mir ist übrigens auch noch was zur vorherigen Antwort eingefallen, was ich nicht gesagt habe. Es macht natürlich nochmal einen Unterschied, wenn ich bestimmte Beziehungen führen möchte oder Partnerinnenschaften führen möchte, offen oder die einfach von der Norm abweichen, oder wenn ich eine soziale oder medizinische Transition machen möchte. Da haben wir vorher schon drüber geredet, aber wenn wir das einfach, ich sage mal, nur auf Asexualität beziehen, ist es ja auch noch einmal anders, als wenn wir andere Aspekte hineinnehmen. Und selbst wenn wir von Asexualität reden, wenn wir von queer-platonischen Beziehungen reden, also von Asexualität und Aromantik, oder auch dann, selbst dann ist es schon was, wo es halt auch Gründe haben oder andere Gründe noch gibt, bestimmten Aspekten einfach auch eine wi andere Wichtigkeit zu geben. Oder auch, wenn eine Person poly ist und mehrere Beziehungen führt und die offen führen möchte, ist es vielleicht auch sinnvoll, sich zu outen, einfach um, was weiß ich, schwierige Situationen zu vermeiden oder depperte Kommentare. Wahrscheinlich eher die depperten Kommentare von Leuten, die irgendwas mitkriegen und sich dann ihre Gedanken machen und vercheckt haben, weil sie es nicht wissen, dass das eine absolut konsensuelle Polybeziehung ist hier. Oder eine QPA oder sonst irgendetwas. Das wollte ich nur noch hinzufügen, weil ich das dann vorher nicht gesagt habe. Es sei denn natürlich, die Person ist in einem Umfeld, wo sowieso die Beziehungen nicht so normativ, standardmäßig ausgestaltet werden, sondern sowieso viel kommuniziert wird, dann ist es natürlich innerhalb der Beziehung für die zwei Personen vielleicht auch gar nicht so wichtig, sich jetzt mit dem exakten Label zu outen, sondern einfach die Klar. Bedürfnisse zu klären. Wobei Label beim Bedürfnisse klären ja auch helfen können. Ja. Ja gut, da haben wir gesehen und das hat sich auch in den anderen Antworten gezeigt, dass wir eine ganze Bandbreite haben von manchen Menschen, denen das so überhaupt nicht wichtig ist,
und dann anderen Leuten, die gerne zum Beispiel, denen es wichtig ist oder die gerne über Queerness reden oder wo Queerness bzw. Beschäftigung damit auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist und dementsprechend auch das Outing wichtiger ist. Ja, dann haben wir noch eine Frage und zwar hat die gelautet, mit welchen Labeln outet ihr euch, mit welchen nicht, inklusive welche dienen mehr dem Selbstverständnis und welche werden genannt, wenn genauer über Identität gesprochen wird? Ist das jetzt die Chance, meine Label aufzuzählen, die ich sonst niemals an großartig anderen Personen gegenüber nenne, weil ich mir denke, ah, das ist jetzt voll der Overkill. Yay! Go for it! Go for it, Delphine! Yay! Ja, also mit welchen Labeln ich mich oute, meistens ist relativ einfach. Das ist ROAs Agender Flux oder Oriented ROAs Agender Flux. Das ist so das, was ich meistens sage. Und so meinem Selbstverständnis dient derzeit, würde ich sagen, Pan, Diamorisch, Oriented, ROAs, Voidarian Flux, Agender Flux, Libra Androgyn und Genderpunk. Und beim Rest bin ich questioning. Also ich habe noch ein paar Label, wo ich es noch nicht weiß. Ja, also ich oute mich normalerweise als aromantisch Grey Ace und nicht binär. Das gibt meistens ein recht gutes Bild ab, denke ich. Benutze dann noch diverse Label auf anderen A-Spektren, also aästhetisch, aber damit oute ich mich nicht, dass da, ja genau, dann oder demisensuell zum Beispiel und so, ja, dann wenn ich mich oute, dann sage ich, denke ich, eher bi, als dass ich M-Spec sage, auch wenn ich eher M-Spec für mich verwende, für mein eigenes Verständnis. Das hat Gründe, auf die wir in einer anderen Folge mal eingehen werden. Die Folge ist sogar schon in Bearbeitung, aber es dauert noch eine Weile, glaube ich. Die kommt irgendwann mal raus. Ja, genau. Und ja, dann sonst verwende ich noch Poly, aber oute mich da nicht so häufig damit. Ja, genau. Ich verwende sicher noch irgendwelche Label, die ich jetzt vergessen habe oder irgendwelche Begriffe, die wir verwenden am A-Spec, die halt in einem Gespräch über meine Label, wenn wir jetzt nicht mega in die Tiefe gehen, so erst einmal nicht auftauchen, sondern eher, wenn ich mich mit Leuten genauer darüber unterhalte, wie ich jetzt wirklich dezidiert in welchem Bereich meines Lebens wie empfinde, dann verwende ich die eher, aber jetzt nicht, wenn ich jemandem ungefähr groben Überblick gebe, wie ich als Mensch in diesem Bereich, also nicht bei einem Outing. So. Ja, also ich oute mich in aller Kürze normalerweise als asexuell bzw. ace und gelegentlich auch noch als agender, je nachdem, was halt gerade relevant ist. Ja, die romantische Orientierung benenne ich normalerweise nicht. Gelegentlich in der Community benutze ich auch das Label pansensuell, aber das ist wirklich, ich glaube, das kann ich immer noch an einer Hand abzählen, wie oft ich das benutzt habe. Und ansonsten kann es vorkommen, dass ich auf Formularen trans-nicht-binär beziehungsweise trans-mask benutze, weil das dann unter Umständen eher bekannt ist und vielleicht für Unterlagen relevant ist. Aber ansonsten... Ah, genau, und Polyamor halt noch. Ansonsten, ja. Ich habe vergessen, dass ich queer als Label auch verwende. Immer wieder. Wollen wir dann mal schauen, was die Community geantwortet hat? Yes, go for it, Delphine. Okay. Meist oute ich mich mit dem Label queer. Wenn ich keinen 20-Minuten Vortrag über Asexualität halten möchte oder ich mich mit einer eher vagen Beschreibung wohler fühle. Wenn ich mich aber genauer outen möchte, dann mit dem Label asexuell, weil das den für mich persönlich in meiner Identität größten Stellenwert hat. Das Label aromantisch dient eher meinem Selbstverständnis. Allerdings oute ich mich damit auch nicht, weil ich mir noch nicht sicher bin, wo auf dem Spektrum ich mich verorte und wie ich es den anderen Menschen passend erklären kann. Ich verwende queer auch manchmal, weil die queeren Aspekte von dem, was ich bin, so viele und nicht alle auch so klar sind, dass manchmal queer einfach echt der bessere Begriff ist, um alles auf einmal und die ganzen Graubereiche und Zwischenräume zu erfassen. Mhm. Weil ich sonst wahrscheinlich eine Stunde reden müsste oder so.
weil es mit Begriffserklärung halt nicht getan ist. Nein, ich benutze natürlich auch manchmal auch, wie die Person sagt, das Label queer auch einfach, wenn ich nicht ins Detail gehen will, aber einfach eben auch, weil es Aspekte einfängt, die ich mit bestimmten Labels dann nicht eingefangen sehe. You. Für mich ist auch ein bisschen eher umgekehrt, dass ich quasi aromantisch so mein Primär ist und dann Grey Ace so ein bisschen es genauer macht. Ja, will mir eine andere Antwort vorlesen, weil sonst rede ich jetzt noch 10 Jahre weiter und das wollen wir nicht. Ich nehme mal die nächste. Die Person hat geschrieben, je nachdem, wie genau ich auf mein Empfinden eingehen möchte oder was in dem Kontext gerade relevant ist, benutze ich anderen Menschen gegenüber Ace, Aro-Ace, Aro-Spec oder demiromantisch und nicht-binär oder einfach Mensch. Pan-oriented, Aro-Ace und Agender-Fluid dienen mir hauptsächlich dem Selbstverständnis, habe sie aber selten auch schon anderen gegenüber verwendet. Agender-Fluid benutze ich aber eigentlich nie für andere. Das ist ein Label, das ich im Hinterkopf habe, um mein Empfinden damit zu beschreiben. Je selbstbewusster ich aber in meiner Identität wurde, desto unwichtiger wurde es mir. Das finde ich irgendwie spannend. Auch wie sich die Wichtigkeit von Labels dann manchmal für eine Person selber auch verändern kann. Habe ich aber selbst gar nicht so. Also ich meine, ich habe schon die Label, mit denen ich eher ins Detail gehe, aber dass ich ein Label eher so wirklich ganz nur für mich habe, das hatte ich eigentlich noch nicht. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wieso eigentlich? Keine Ahnung. Also ich kenne das jetzt tatsächlich mit dem, was ich eben erwähnt habe, mit dem pansensuell, weil das für mich eigentlich was ist, wo ich überhaupt nicht, also das ist eigentlich so in mir drin und da habe ich auch keine Zweifel, dass das so ist. Da hatte ich auch nie Zweifel dran. Und vielleicht ist das, also bei der Asexualität und auch bei der Geschlechtsidentität beziehungsweise dem Fehlen einer solchen, da sind immer wieder Fragen, also Selbsthinterfragungen dabei gewesen, die das Ganze vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund gespielt haben. Aber pansensuell war immer so, jo, passt. Und dann benenne ich es halt anderen gegenüber nicht so krass, sondern sag halt einfach, ich kuschel halt gern. Ja, das habe ich eh auch, aber nicht, dass ich ein Label wirklich nur für mich verwende. Also ich habe ja vorher auch gesagt, dass es diese Label gibt wie demisensuell oder Aästhetik, die ich halt dann schon verwende in der Community oder wenn ich in Diskussionen in der Community bin, die einfach tiefer gehen oder wirklich speziell über so einen Aspekt gesprochen wird, da benutze ich das dann schon. Aber dass ein Label halt für mich im Hinterkopf ist, also ich kann den Nutzen davon voll verstehen und ich finde das cool und so, aber ich habe nicht, dass etwas wirklich hauptsächlich für mich ist, schon, dass etwas für mich ist, aber dann auch für Gespräche darüber, so, wenn das Sinn macht. Ich würde sagen, das macht voll Sinn und ich habe gerade während des Vorlesens und während deiner Ausführung gerade gemerkt, ich hatte tatsächlich bei einigen Labeln, dass ich eine Zeit lang gesagt habe, die sind für mich da, um mich vor mir selber beschreiben zu können. Aber mittlerweile bin ich so selbstbewusst darin, dass es die Label sind, die auf mich passen, dass ich sie eigentlich gerne kommunizieren möchte. Also irgendwie ist es bei mir eher so, okay, sie waren nur für mich und jetzt möchte ich das andere das erfahren eigentlich. Mhm. Wäre, glaube ich, so ein bisschen das Gegenteil zu dem, was die Person geschrieben hat. Gut, dann würde ich die nächste Antwort vorlesen. Mhm. Zu sagen, dass ich unter Anführungszeichen queer bin, ist für mich kein richtiges Coming-out, eher so ein Testen des Wassers. Ich starte mit Aromantik, wenn ich will, dass mein Gegenüber mich als Person besser versteht. Ich oute mich zuerst als Ace, wenn ich weiß, dass die Person langsam an das Ace-Back herangeführt werden muss. Loveless, Non-Partnering, APL, asensuell, aästhetisch, Touch-averse, Romance repulsed, aber sonst auch bi-oriented, suffix, sex-favorable, polyplaton und polyqueerplaton sind Wörter, die ich nur in vertieften Gesprächen benutze oder zur Selbstidentifikation. Bei meiner Geschlechtsidentität bin ich zurückhaltender und benutze nach außen die Label genderqueer und elsegender. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Also gerade das mit den vertiefenden Gesprächen und Diskussionen, habe ich ja selber auch gesagt. Für mich ist queer aber schon ein Coming-out. Es ist halt kein spezifisches so. Mhm. Ich könnte gar nicht sicher sagen, ob ich mich mehr mit meinen anderen, also es macht doch keinen Sinn, seine Label gegeneinander auszuspielen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich
identifiziere mich weniger als queer als zum Beispiel als Grey Ace. Das würde keinen Sinn machen für, also abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht, ich könnte das, also ich meine, manche Leute können das ja sagen, ich kann auch sagen, Aro ist steht für mich irgendwie mehr im Zentrum als Grey Ace, weil es irgendwie ein zentraler Part ist und meine Gender-Identität steht mehr im Zentrum als Grey Ace, aber ich kann irgendwie nicht sagen, ja, queer ist, ich identifiziere mich weniger mit queer als mit Grey Ace oder so. Ich finde, das zeigt auch wieder, wie unterschiedlich das ist. Wir hatten ja schon in einer anderen Folge darüber gesprochen, aus welchen Gründen ich mich mit queer eher nicht identifiziere, wo ich dann auch sagen würde, wenn ich in die Situation komme zu sagen, okay, ich gehöre zu der Community, würde ich das, glaube ich, auch so beschreiben wie die Person, dass es für mich kein richtiges Coming-out in dem Sinne ist, weil es eben auch einfach kein Begriff ist, mit dem ich mich groß identifiziere. Also von der Richtung kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie das bei der Person aussieht, aber von der Warte her nachvollziehbar. Ja, ich meine, es ist ja auch total okay. Es müssen sich nicht alle Leute gleich mit demselben Begriff identifizieren und gleich weniger oder mehr mit einem anderen. Das ist ja keine Verpflichtung oder sowas. Ich hatte jetzt den ersten Teil des Kommentars auch ein bisschen so verstanden, dass die Person eher den etwas bekannteren Begriff dann in die Runde wirft, um zu gucken, wie reagieren die Leute darauf, beziehungsweise wie viel wissen sie unter Umständen schon. Also um dann halt auch zu wissen, okay, muss ich quasi einen Vortrag dann halten oder nicht? kann ich mich offen komplett outen oder nicht? Also das hatte ich halt geschlossen aus diesem Satzteil, es ist so ein Testen des Wassers. Ja, würde ich auch so verstehen tatsächlich. Und queer ist ja halt nun mal sehr bekannt, ne? Also ich meine. Und die Person hat mich mit ihrer Antwort an ein paar Labels verwendet, die ich auch verwende und nicht gesagt habe vorhin. Aber eben auch, weil ich sie einfach in Community-Diskussionen eher verwende und so. Same. Ja. Ja, ansonsten hatten wir noch aus den Antworten, die wir bekommen haben, stand häufiger drin, dass manche das Label, was ihnen gerade am wichtigsten ist, zum Beispiel nennen, auf ihre Identität bezogen. Ja, also zum Beispiel, wenn meine Aromantik gerade in irgendeiner Weise wichtiger für mich zum Beispiel ist, dann würde ich die dann demnach zum Beispiel für Outings eher verwenden als andere Label, einfach weil da gerade aus irgendeinem Grund der Fokus drauf liegt. Und manche Leute sehen manche Label, wie wir jetzt vorher auch schon in den Antworten ein bisschen hatten, teilweise eher nur als Selbstidentifikation und andere, um sich dann tatsächlich auch nach außen hin zu outen. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, also Fragen aus den Perspektiven der Leute beantwortet, die sich halt outen oder sich Gedanken darüber machen. Und jetzt ist aber auch wichtig zu wissen, wie reagiert man denn auf ein Outing? Also wie können sich Leute verhalten, die quasi auf der anderen Seite stehen, also denen gegenüber sich Leute outen? Und wir haben ja an manchen Stellen ja schon ein bisschen über unschöne Reaktionen geredet, über Unsicherheit, die zum Beispiel entstehen kann, wenn jemand überhaupt nicht reagiert, und auch über Gründe, sich nicht zu outen. Und da würde ich jetzt einfach mal mit euch beiden jetzt auch mal ein bisschen drüber sprechen. Voll. Wie könnte man denn am besten reagieren, wenn Leute sich outen? Wer möchte anfangen? Also ich würde mal sagen, die Person erstmal einfach ernst nehmen, also zuhören, ja, ihr nicht ihr irgendwie ihr Leben absprechen oder sagen, das ändert sich. Mhm. Das kann sein, das mag aber auch nicht sein und hat in dem Gespräch an der Stelle keinen Platz, würde ich mal sagen. Stattdessen ist es besser, wenn du einfach die Person ernst nimmst und ihr zuhörst, schaust, was will sie erzählen, also nicht verlangen, dass sie dir da jetzt den ewig langen Vokabelvortrag hält oder was auch immer, sondern zu schauen, wie weit möchte die Person erzählen, nicht zu viele Nachfragen stellen, die die Person vielleicht nicht beantworten möchte. Also es kommt natürlich auf die Beziehung an, die du zu der Person auch hast, aber
wenn du das die Person nicht sonst auch gefragt hättest, dann frag sie nicht, außer die Person spricht es selber an. Und ja, dazu kommt, nicht einfach irgendjemandem ohne Erlaubnis weiterzuerzählen, was die Person dir gesagt hat. Also es kann dich noch so sehr überraschen, du kannst das noch so sehr nicht verstehen. Kleines Geheimnis, du musst es nicht verstehen. Du musst der Person zuhören und sie ernst nehmen. Oder du solltest das vielleicht, wenn du der Erfahrung oder wenn du der Beziehung, die du mit dieser Person hast oder zu dieser Person hast, etwas Gutes tun möchtest, solltest du sie ernst nehmen und zuhören. Aber du musst das auch nicht im Detail verstehen. Aber du solltest es auch nicht einfach zur nächsten Person tragen, die diese Person halt auch kennt, und das weitersagen. Es gibt wenige unangenehmere Dinge, als einfach fremdgeoutet zu werden ohne die eigene Zustimmung. Und daher das lieber lassen. Wenn dich eine Person fragt, zum Beispiel, ja, ist die Person, ist XY, keine Ahnung, homosexuell, asexuell, nicht binär, whatever, kannst du auch sagen, frag die Person einfach selbst. Oder frag die Person lieber selbst. So kannst du zum Beispiel vermeiden auch, dass du durchs Beantworten einer Frage eine Person ungewollt outest. Voll. Und wenn du irgendwie irgendwelche Bilder zu Labeln im Kopf hast oder denkst, ja, aber das ist doch, da kann man doch was gegen machen oder so, einfach runterschlucken erstmal und nicht äußern und erstmal lieber noch sich mit dem Thema auseinandersetzen, zumal sowieso Identität und so sind nicht heilbar, aber da am besten immer einfach mal sich selbst zurücknehmen und erstmal zuhören, vielleicht ein paar respektvolle Nachfragen stellen, aber nicht invalidieren oder sowas. Und im Endeffekt davon ausgehen, dass, wie soll ich sagen, alles, was du quasi für hetero und cis annimmst, nimm es bitte auch im Endeffekt für andere Identitäten an, dass sie nämlich einfach da sind und nicht einfach durch irgendwas verursacht werden. In der Regel nicht. Ja, genau. Und noch als kleine Ergänzung zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, bitte nicht ohne Erlaubnis weitererzählen, bitte. Und das stimmt auch. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass du eben total überrascht bist oder unbedingt mit wem drüber reden musst. Such jemanden, der diese Person nicht kennt. Und halt es anonym, bitte. Also ich kann verstehen, dass es manchmal wichtig ist, über Dinge zu reden. Also gerade, wenn man selber über die Situation reden will. Vielleicht hast du selber nicht perfekt reagiert und möchtest dich austauschen mit wem. Aber es muss jetzt nicht sein, dass du dafür zu einer Person gehst, die diese andere Person, die sich bei dir geoutet hat, kennt. Und es muss auch nicht sein, dass du sagst, wer das ist. Ich würde sagen, du solltest sowohl das anonym halten, als auch eine Person suchen, die Person nicht kennt, weil ansonsten wird es vielleicht erraten. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, ja gut, die kennt die Person zwar, aber ich muss ja nicht sagen, wer das war. Das geht, glaube ich, öfter schief als nicht, weil die Person, mit der du redest, die kann sich auch ihren Teil denken. Und die wird das gegebenenfalls einfach erraten. Auch wenn du vielleicht glaubst, nee, die findet das nie raus. Denkst du. Menschen finden sehr viel raus, auch wenn man sie nicht zutraut tatsächlich. Also wirklich, bitte such dir eine Person, die Person, die sich bei dir geoutet hat, nicht kennt. Und wenn du über etwas reden musst, dann red vor allem halt über dein Empfinden der Situation, wie du damit besser umgehen kannst, etc. Oder was auch immer du gerade besprechen musst, aber eben nicht mit Personen, die diese Person auch kennen. Danke. Deine Person, die sie dir vertraut hat und sich bei dir geoutet hat, wird es dir auch danken. Ja, und ansonsten, das hatten wir aber vorhin auch schon angesprochen, es ist immer nice, auf ein Outing zumindest mit einer Kleinigkeit zu reagieren. Irgendwie was Positives sagen, irgendwie ausdrücken, dass, ja, dass du die Person ernst nimmst auch einfach. Je nachdem, ob das für beide passt, hatte ich auch vorhin schon gesagt, halt eine Umarmung kann vielleicht auch erstmal was sein. Und ja, ansonsten, wenn Fragen bestehen und ihr kennt euch ganz gut und könnt es vielleicht einschätzen oder fragt einfach nach, darf ich dazu noch Nachfragen stellen? Ich würde das gerne etwas besser verstehen oder so. Dann geht das natürlich auch, solange es für beide Seiten okay ist.
Und heute habe ich die Aufgabe, einen Lexikonartikel mitzubringen. Und wir haben uns dieses Mal für den Begriff Closet bzw. Staying in the Closet oder Being in the Closet entschieden. Das ist im Endeffekt der gegenteilige Zustand zum Coming Out. Also man versteckt etwas, einen Teil der eigenen Identität, in dem Fall der queeren Identität, vor anderen und lässt es sozusagen im metaphorischen Wandschrank. Der Wandschrank war in früheren Zeiten im Endeffekt ein Synonym zum Schlafzimmer, also dem Bereich, wo halt nach landläufiger Meinung Sexualität stattzufinden hat. Und in den 60er Jahren gab es dann erstmals diese Metapher des Skeletts im Wandschrank, dass man wegen Tabus nicht rauslässt, also dass man versteckt hält, weil man sich deswegen schämt oder so. Und so kam dann ab den 60er Jahren nach und nach eben diese Coming-out-of-the-Closet-Metapher auf in der queeren Community. Leute entscheiden sich aus unterschiedlichsten Gründen dazu, im Closet zu bleiben. Also sei es, weil für sie die Gefahr besteht, dass sie Sanktionen zu befürchten haben, oder sei es, weil sie vielleicht auch sich noch nicht bewusst sind, dass sie queer sind, also es auch noch wirklich rausfinden müssen, dass sie noch im Questioning-Prozess sind oder. Und gerade dieser Zustand, also der Umstand, dass halt einige Leute sich entscheiden, im Closet zu bleiben, ob freiwillig oder unfreiwillig, spielt auch in Umfragen zur queeren Community rein, weil dadurch unter Umständen auch Zahlen verfälscht werden, weil Leute sich dann auch in den Umfragen nicht trauen, offen dazu zu stehen, dass sie queer sind. Ja, und für die Kulturecke habe ich euch heute ein Buch mitgebracht, haben also heute wieder eine Literaturecke, und zwar geht es um Ace und Aro Journeys, A Guide to Embracing Your Asexual or Aromantic Identity von The Ace and Aro Advocacy Project. Ja, das ist ein englisches Buch, also für alle von euch, die gut genug Englisch können und auch englische Bücher lesen wollen. Ja, es beginnt eigentlich mit den Basics zu Aromantik und Asexualität beziehungsweise zum Spektrum. Es werden ein paar Begriffe erklärt. Ich würde mal fast sagen, das Übliche so ein bisschen. Und dann gibt es noch ein Kapitel zu Community-Geschichte und ein bisschen Community-Kultur. Und dann geht es eigentlich damit los, was ich an dem Buch besonders fand. Und zwar werden verschiedene Themen rund um bzw. im Coming-out-Prozess von Personen auf dem asexuellen, aromantischen Spektrum betrachtet, anhand eines Entwicklungsmodells, das diesen Prozess oder diesen Questioning, inneren Coming-out und äußeren Coming-out-Prozess in so verschiedene Stufen einteilt, die natürlich niemand alle durchlaufen muss, weil das ganz individuell ist, also das sagen sie auch in dem Buch jedenfalls, wird anhand dieser unterschiedlichen Stufen werden verschiedene Fragen und Themen beleuchtet, die Personen auf dem aromantischen und asexuellen Spektrum rund um oder während ihrem inneren und äußeren Coming-out erleben und auch beschäftigen. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich dir das Buch sehr empfehlen. Ich fand es nämlich nochmal sehr spannend und noch einmal ein bisschen anders, beziehungsweise einfach auch neu auf seine Art zu anderen Sachbüchern rund um Aromantik und Asexualität, auch für mich selber, weil ich ja jetzt einige von diesen Büchern, die es inzwischen gibt, auch schon gelesen habe. Nachdem wir jetzt so viel über das Thema Outings und auch Coming-outs und Questioning-Sein geredet haben und von Finn einen coolen Buchtipp für die Kulturecke bekommen haben, stellen wir uns mal die abschließende Frage, wie bei jeder Folge: Was nehmen wir aus der Folge mit? Tenna, magst du anfangen? Ja gut, ich habe durch die Folge einmal mehr, insbesondere durch die Antworten einiger Leute, gesehen, wie wichtig es eigentlich ist, dass sich Leute outen, damit andere in diesem Prozess es nicht so schwer haben. Also es war quasi so eine Bestätigung mal wieder. Ansonsten habe ich ja gerade zu dem
Teil, wo wir über Questioning gesprochen haben, doch festgestellt, wie unterschiedlich und doch gleichzeitig ähnlich sich eben Äußerungen und Biografien halt sind und dass es halt nicht der eine Prozess ist, sondern unter Umständen zig kleinere Prozesse und dass die auch nicht unbedingt immer abgeschlossen sind. Also ja, es war halt wieder dieses Erkennen von der Vielfalt, die wir hier in der Community haben und auch weil wir eben alle Individuen sind und alle unterschiedlich aufgewachsen sind und ja. Ja, also werde mich dir gleich anschließen und auch noch sagen, ich fand es einfach gerade auch wieder so spannend, wie unterschiedlich wichtig auch je nach Situation für unterschiedliche Menschen ein äußeres Coming-out auch sein kann und wie verschieden das dann auch in den unterschiedlichen Biografien seinen Platz findet, denke ich. Ich würde da also eure beiden Eindrücke auf jeden Fall auch teilen und dazu noch einmal die Bestätigung, wie sehr dieser Spruch Eigenschutz geht vor Fremdschutz auch an der Stelle zutrifft. Ich kenne ihn hauptsächlich aus der Feuerwehr, aber auch bei Outings. Wenn es sicher ist, dann ja. Wenn es nicht sicher ist, dann ist es auch okay, sich nicht zu outen. Und das nehme ich in der Form jetzt nochmal präsenter mit. Ich hätte noch eine ganz kurze Ergänzung, was mir gerade noch eingefallen ist. Was eben auch sehr deutlich wurde, ist, wie der Unterschied zwischen dem inneren und dem äußeren Coming-out und dass das Innere eigentlich das Wichtigere ist. Ja, wobei ich hier auch hinzufügen möchte nochmal, wenn dieses Questioning, dieses innere Coming-out nie zu einem Abschluss kommt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und gerade, dass alles das, was du gesagt hast, was Delphine gesagt hat, was ich gesagt habe, dass das simultan trotzdem alles stimmt, das ist ja das Spannende, finde ich. Um vielleicht nochmal Bezug auf unseren Anfang der Folge zu nehmen, haben wir, glaube ich, gemerkt, Outings sind oft nicht so witzig oder kommen leicht daher wie ein Witz mit dem Periodensystem der Elemente. Aber es wäre vielleicht manchmal ganz cool, wenn es so ein bisschen dahin gehen würde, dass es für manche so leicht und witzig funktionieren könnte. Das wäre sehr, sehr schön. Und egal was ist, wenn ihr euch entscheidet, im Closet zu bleiben, euch nie zu outen, weil aus welchen Gründen auch immer, das ist eure Entscheidung. Ja, am Ende der Folge bleibt mir jetzt eigentlich nur noch mich zu bedanken. Und zwar möchte ich mich erst einmal bei allen Personen bedanken, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Das waren wieder sehr viele tolle Antworten, die ich für mich beim Lesen und drüber nachdenken auch sehr bereichernd fand. Und ich glaube, da spreche ich für das ganze Team, wenn ich das sage. Vielen Dank euch für jede einzelne Antwort. Wir freuen uns, wenn ihr wieder eine Umfrage von uns ausfüllt. Ja, die Redaktionsleitung der Folge hat Finn übernommen. Im Vorbereitungsteam waren außerdem noch JJ, Luna und Delphine mit dabei. Vielen Dank euch. Auch herzlichen Dank an das Tenner, das spontan bei der Moderation eingesprungen ist, um die Folge mit uns aufzunehmen. Danke dir, Tenner. Und vielen Dank an Charles, weil Charles wird den Schnitt der Folge übernehmen. Danke dir für die Mühe. Das war ja jetzt wieder eine Folge in Überlänge. Ja, und jetzt seid ihr dran, wenn ihr Rückmeldungen, Feedback, Fragen, noch Ideen, Gedanken habt zu dieser Folge, dann schreibt doch gerne und redet mit uns, sucht das Gespräch. Auch wenn ihr Ideen für den Podcast oder für eine Folge habt, meldet euch gerne. Wir schauen dann, was wir machen können. Ja, wo könnt ihr uns jetzt erreichen? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram inspektren_podcast. Podcast. Dann haben wir noch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net oder ihr findet uns auf dem Aspect German Discord-Server. Dort haben wir einen Channel, in dem ihr schreiben könnt und manchmal sind wir auch im Voice-Chat. Dort könnt ihr dann ganz einfach mit uns reden, wenn ihr wollt. Ja, dann war's das jetzt und ich sage Tschüss! Tschüss! Tschüss!